nennt mich Butterblume, Blümlein im stillen Grund. Laut? Nein, Frau Sims ist meine Mutter. Ja, ich weiß nicht, sie hat gerade Gäste. Wer ist denn? Oh, Moment. Ja, ja, einen Augenblick bitte. Was mir geschieht, wenn mich erfliegt, sag nur mein kleines Lied. Jetzt doch nicht. Aber es ist die Klatschstadt von der Abendzeitung. Wie süchtig. Mutterblume, Blümlein. Guten Tag, liebe Frau Ellerby. Ja, heute findet endlich der Kulturtee statt. Wirklich etwas bringen in privat. Ja, also, Sie wissen, meine Mutter Marcella Daud, Gott hab sie selig, war eine große Vorkämpferin für Kultur in unserer Stadt. Wir haben 35 Gäste. Nein, das ist Frau Chewsbury, die singt. Mach rasch, das Lied ist gleich fertig. Aber die hat mindestens noch 5 Strophen, die kenne ich. Ganz recht, ich biete meinen Gästen gepflegte Unterhaltung, unterstützt von meiner Tochter Myrtle May. Sie trägt heute eine Variation über eine blaue Schleife. Ja, sieht süß aus. Mama, das ist die letzte Strophe. Aber nee. Aber wir müssen doch jetzt den Punsch servieren. Was regst du dich auf? Der Punsch bleibt heiß, auch wenn sie noch eine halbe Stunde singt. Steckt denn das Mädchen? Richtig. Das war die erste Zusammenkunft seit 2 Jahren. Ja, natürlich hat diese lange Pause ihre Gründe, aber die sind privater Natur. Das möchte ich bitte nicht, dass Sie darüber schreiben, ja? Die Gästeliste können Sie selbstverständlich bekommen, wenn ich Mama, Sie finden. Bitte! Ja, können Sie mich vielleicht in 10 Minuten noch einmal anrufen? Gut, danke. Was ist denn? Dieses Mädchen macht mich wahnsinnig. Und jetzt ist auch noch Frau Chauvenet gekommen. Die Chauvenet, die lebt noch. Hm. Ihr Vater war noch Pfadfinder bei Buffalo Bill. Jetzt weiß ich, warum sie so einen Hut trägt. Du sei nett zu ihr. Weißt du, wo ich die Gästeliste hingetan haben könnte? Die hat einen Enkel in deinem Alter. Was ändert das an Onkel Elwood? Myrtle, wir haben ausgemacht, heute wird darüber nicht gesprochen. Schließlich gebe ich doch diesen ganzen Empfang nur, um dich zu lancieren. Durch die alten Weiber da drinnen arbeiten wir uns vor zu den jungen Männern der Gesellschaft. Ja, und die haben nur Abendszeit. Und sogar der heutige Nachmittag war nur möglich, weil Onkel Elwood im Spritzenhaus der Feuerwehr pokert. Gott erhalte uns die freiwillige Feuerwehr. So weit sind wir gekommen. Jetzt müssen wir eben die jungen Leute auswärts einladen. Ach, Myrtle, du hast so viel zu bieten. Musst du einen netten jungen Mann kennenlernen, mehr brauchst du. Jeder Mensch weiß, Myrtle Mays Onkel ist Elwood P. Daud, der größte Narren der Stadt. Der mit dem verdammten Harvey. Schrei recht laut, damit alle diesen Namen hören. Mann und Räumann. Mama, das ist doch kein Geheimnis mehr. Und wer sagte überhaupt, dass Onkel Elwood nicht hierher kommt mit Harvey? Warum können wir nicht leben wie andere Leute? Warum hat Großmutter ihr ganzes Vermögen Onkel Elwood vermacht? Wahrscheinlich, weil sie in seinen Armen gestorben ist. Manche Menschen sind sentimental in diesen Dingen. Aber sie konnte doch ihr Testament nicht nach ihrem Tod machen, oder? Sei nicht so spitzfindig. Männer mögen das gar nicht. Die Tüstere verliert aber wirklich ihre Stimme. Leider nicht rasch genug. Hier ist bequem. Ja. Entschuldige einen Moment. Bitte? Ja, Sie haben eine falsche Nummer, aber es macht nichts. Wie geht's Ihnen? Hier spricht Elwood P. Daud.
Danke, mir geht's gut. Und wie ist Ihr Name, meine Liebe? Elsie Grinewald. Harvey, eine Frau Grinewald. Sie sind in guter Stimmung, das ist fein. Bitte? Oh, Sie leiten einen Club. Ja, ich würde mich glücklich schätzen, beizutreten. Ich bin schon in mehreren Clubs. Im Universitätsclub, im Club der Rätselfreunde, im Pokerclub der Freiwilligen Feuerwehr. Verbringe einen guten Teil meiner Zeit dort. Oder in Emils Taverne. Nein? Und gegenüber im Bahnhof? Auch nicht? Was ist denn Ihr Club, Frau Grinewald? Oh, ein Leserclub. Lese dich gesund. Mhm. Ja. Aha. 3 Zeitschriften. Für 2 Jahre. Ja, ja, Moment, Moment bitte. Harvey, wenn ich beitrete, kann ich die Modezeitung, das Familienblatt und das landwirtschaftliche Journal haben. Für 6,25 Dollar für 2 Jahre. Ist günstig, nicht? Mhm. Frau Grinewald, klingt verlockend. Ich werde beitreten. Bitte? Frau Grinewald, Harvey findet's auch eine gute Sache. Er will auch beitreten. Ja, bitte 2 Abonnements. Schicken Sie alles an diese Adresse hier. Parkstraße 12. Hoffentlich habe ich bald einmal das Vergnügen. Oh, sie sagt, sie wird sich freuen, uns kennenzulernen. Wann denn? Wann wird sie sich denn freuen? Och, warum nicht gleich, Frau Grinewald? Meine Schwester wird entzückt sein. Und dann darf ich Ihnen auch eine von meinen Karten geben. Und wenn Sie mich da mal anrufen wollen, dann bitte diese Nummer da. Nicht die da. Das ist die alte. Ja, hoffentlich habe ich die Freude. In ein paar Minuten. Auf Wiedersehen. Meine Liebe. Sie kommt gleich rüber. Oh, Harvey, so viele Gäste. Glaubst du nicht, wir sollten uns ein bisschen zurecht machen? Also ich mach's jedenfalls. Und was ist mit dir? Du willst nicht, ne? Siehst ja auch großartig aus. Also, wenn du was trinken willst, bitte bedien dich. Und ich habe nichts angehört, Frau Sam. Dann schauen Sie mal auf meinen Toilettischen. Ja, aber wo auf dem Toilettischen? Ja, links, unter der Eselsmilch, ja? Ich kann mir aber gar nicht vorstellen. Bitte, vorstellen Sie sich nicht vorschauen. Mama, Frau Schaufnett fragt nach dir. Rita Louise, du lebst noch. Tante Ethel, ich bin quicklebendig. Und wer ist das liebe Kind? Das ist Myrtle May, meine Tochter. Sie heißt so nach den beiden Schwestern ihres Vaters. Der ist tot, das hat sie verwirrt. Und wo ist Elwood? Elwood konnte leider nicht kommen. Eine Tasse Tee? Nein. Nein, seinetwegen bin ich hier gekommen. Ich will Elwood sehen. Es sind Jahre her, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Die Zeit vergeht. Erst kürzlich habe ich zu meinem Mann gesagt, was ist los mit Elwood? Er kommt nicht mehr zu den Kegelabenden, nicht zu den Tanzabenden, nicht einmal mehr zum Pferderennen. Sieht er denn überhaupt noch jemanden? Oh ja, er sieht jemanden. Ja, du musst wissen, ja? Mein liebes Kind, dein Onkel gehört zu meinen Lieblingen. Ist er wenigstens glücklich so allein? Doch, sehr glücklich sogar. Keine Sorge, Tante Ethel. Frau Cummings ist hier. Wollen Sie sie nicht begrüßen? Die Cummings? Ja? Nein, sowas. Ich dachte, die ist lange tot. Nein, nein. Nein. Mein Gott, sie sieht doch fast so aus. Das sollten Sie Ihren Mann mal sehen. Elwood! Elwood! Da bist du ja! Tante Ethel, das nenne ich eine Freude. Ich komme herein und schon wartet eine schöne Frau auf mich. Elwood, du hast dich nicht verändert. Tante Ethel, darf ich dir eine von meinen Karten geben? Ich bin ja mich mal anru- Schub doch nicht so an mir herum. Elwood, an ja? Welchem Abend kannst du in der nächsten Woche zu uns zum Essen kommen? Mir ist jeder Abend recht, Tante Ethel. Ich komme furchtbar gern. Elwood, es ist Post für dich gekommen. Ich habe sie auf dein Zimmer hast gebracht. Hast du, das ist lieb von dir. Tante Ethel, darf ich dir Harvey vorstellen? Ja, bitte. Ja? Harvey, ich habe dir so oft von Frau Schaufnett erzählt. Tante Ethel nennen wir sie. Sie ist eine meiner ältesten und liebsten Freunde. Bitte? Ja, ja, das ist sie. Ja, er sagt, er hat dich gleich erkannt. Ihr seht ja reizend aus, ihr beiden, heute Abend. Also komm, Harvey, wir wollen allen unseren Freunden da drin jetzt guten Tag sagen. Du entschuldigst uns einen Augenblick, Tante Ethel? Ja? Ja, komm. Was ist denn? Du stehst ihm im Weg. Entschuldige bitte.
Moment, warte mal. Die Krawatte ist nicht. So ist hübscher. So ist schön. Und am Kopf, was hast du denn nur gemacht? Du wieder aussiehst. So ist nett. So. So. Bei mir? Hm? Dieses? Schau mal. Gut? Ja? Mhm. Was? Nein. Ach, geh voraus. Ich komm gleich nach. Was? Nein, mach, dass du reinkommst. Dein Esel. Du darfst das Harvey nicht übel nehmen. Der starrt immer jeden so an. Das ist nun mal seine Art. Aber er hat dich gern. Bestimmt. Hat dich sehr, sehr gern. Darf ich Ihnen vielleicht etwas Scharfes anbieten, einen Schnaps? Nein, danke. Danke, danke. Ich muss jetzt sofort gehen. Aber nein, ich komme ja bald wieder. Vielleicht nächste Woche oder nächstes Jahr. Da. Sie rennen weg, als ob die vor Ihnen hinterher wären. Natürlich. Lächle, mein Kind, wenn es auch schwerfällt, lächle. Da. Jetzt geht die Cummings. Onkel hat ihr Harvey vorgestellt. Lächle, kannst du nicht? Komm, wir retten, was zu retten ist. Da ist das wieder die Mitte der verdammten Gästeliste. Ja. Wieso, ob Sie anbehalten können, was Sie anhaben? Was haben Sie denn an? Ein Straßenkleid. Sag, mit wem spreche ich überhaupt? Ich kenne keine Frau Greenewald. Wer hat Sie denn eingeladen? Hier spricht er mit Frau Herzig. Ist Harvey bei Ihnen? Woher soll ich denn das wissen? Ja, nein, trotzdem, das muss ein Missverständnis sein. Aber wirklich nicht. Was ich? Ach, fragt, ob sie eine Flasche Slivovitz mitnehmen soll. Mein Onkel muss sofort weg aus dieser Gesellschaft. Elwood, bitte, bitte, kann ich dich einen Augenblick sprechen? So, lächle, lächle, geh hinein, Kopf hoch. Tu, als ob nichts geschehen wäre. Hey, Onkel Elwood, kommst du nicht auf? Ah, vielleicht doch, abwarten. Elwood, bitte, ich habe eine wirklich große Bitte an dich. Entschuldige bitte. Elwood, bitte, möchtest du hier auf mich warten, bis alle Gäste fort sind? Ich muss mit dir sprechen. Es ist was wirklich Wichtiges. Ja, ich habe zufällig ein bisschen Zeit und die gehört ganz dir. Soll Harvey auch warten? Ja, das soll er. Ich werde ihm den Kamin anmachen, nicht? Er sieht immer so gerne ins Feuer. Das tust du. Ja. Vita will mit uns sprechen. Oh, lässt du mir meinen Stuhl? Ja, deiner. Danke. Etwas Wichtiges, sagt sie. Wahrscheinlich will sie uns ein paar kleine interessante Neuigkeiten erzählen über ihre Gäste da drin. Ne? Sind ja auch eine Menge da. Wo waren wir denn stehen geblieben? Oh, du hast schon aufgeschlagen. Shakespeare-Sonette. Erinnerungen an das schottische Hochland. Da einst ich im Hochland durchstreifte die Heiden, deinen schneeigen Gipfel, o Marvin, erklomm, den Blick an dem schäumenden Gießbach zu weiden, am Blitz, der im Nebel zu Füßen mir glomm, ein Kind noch an Wissen. Ein Held doch im Wagen und rau wie die Berge, die felsigen hier, da fühlt ich das Herz mir für eines nur schlagen. Du weißt es, süß Mary, sein Schlag galt nur dir. Amphitryon Verlag, illustriert von Jacobs, Papierfabrik Frenks, gebunden bei Houston, alle Rechte vorbehalten. Oh. Schön, nicht? Dein Wohl. Wie ist der Name des Patienten? Ich tue es so ungern. Das Leben ist nicht leicht für keinen von uns, aber man muss den Kopf oben behalten, das sage ich Myrtle May immer wieder. Ihr bricht das Herz über ihren Onkel Elwood, Elwood P. Dowd. Ist der Name. Alter? 57. 4. April. Wieder. Ich bin Löwe. Und Sie? Verheiratet?
Nein, er lebte bei unserer Mutter immer. Er war schon immer sehr häuslich. Und wo befindet sich der Patient jetzt? Im Taxi unten. Ich habe dem Chauffeur einen Dollar gegeben, damit er 80 dort ist. Aber ich habe ihm nicht gesagt, warum. Das kann man ja einem Fremden nicht einfach so sagen. Ja? Wilson, in einem Wagen unten wartet Herr Dowd. Würden Sie hinuntergehen und den Herrn heraufbitten auf Zimmer 24 Südflügel? Ja, bitten soll ich ihn? Im Namen seiner Schwester. Ach so. Na ja, dann bitten wir ihn mal. Hier ist unsere Preisliste. Ach nein, das Geschäftliche erledigt alles unser Anwalt. Oma Gaffney. Oma Gaffney. So, jetzt will ich fragen, ob Dr. Sanderson Sie sprechen kann. Moment. Dr. Sanderson? Ich wollte eigentlich mit Professor Chumley sprechen. Neuzugänge und deren Angehörige empfängt bei uns Dr. Sanderson. Professor Chumley empfängt niemanden. Ja, aber er ist doch noch Chef dieser Anstalt. Ich meine, er ist doch noch Psychiater. Noch Psychiater? Professor Chumley ist wohl mehr als das, will ich meinen. Wenn jemand in diesem Land eine geistige Störung hat, dann denkt er doch zuerst an Professor Chumley. Ist das sein Büro? Ja. Ja, dann gehen Sie bitte jetzt hinein und sagen Sie, dass ich ihn sprechen möchte. Nein, das traue ich mich nicht wirklich. Ich möchte nicht entlassen werden. Und ich möchte nicht mit irgendeiner zweiten Geige sprechen. Dr. Sanderson ist keine zweite Geige. Auch wenn er noch jung ist und noch nicht lange Arzt. Aber Professor Chumley hält ihn für die größte Potenz, die er jemals hier hatte. Aber mit 12 hat er es versucht und keiner hat ihm genügt. Außer Dr. Sanderson. Er ist wirklich wundervoll. Zu den Patienten. Also gut, dann sagen Sie ihm Bescheid. Ja. Ja. Peter, Peter, ist das nicht ein wundervolles Haus und so reizende Leute, nicht? Danke. Frau Simmons. Oh ja, Dr. Sanderson. Ja. Schwester Kelly sagt uns, dass Sie uns Ihren Bruder bringen. Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Es ist nicht leicht für mich. Natürlich nicht, Frau Simmons. Aber Elwood ist eine Gefahr. Warum soll Myrtle May nicht nette junge Leute kennenlernen? Sie ist jung, sie hat ein Recht darauf, nicht wahr? Myrtle May? Ist meine Tochter. Also. Frau Simmons, wann sind Ihnen diese Absonderlichkeiten Ihres Bruders zum ersten Mal aufgefallen? Sofort, gleich nach dem Tod unserer Mutter. Mhm. Wir sind von Baltimore hierher gezogen zu Elwood in unser Familienhaus. Mhm. Und habe ich gleich gemerkt, dass er... Dass er, dass er was? Ach, mhm. Dass er... Nein, lassen Sie sich ruhig Zeit, Frau Simmons. Quälen Sie nichts heraus. Es kommt ganz von selbst. Ich kann warten. Doktor? Ja? Das ist doch alles streng vertraulich, nicht wahr? Aber selbstverständlich, Frau Simmons. Wut trinkt auch. Übermäßig. Übermäßig, übermäßig. Jeden Abend sitzt in einer dieser schäbigen Kneipen mit Vagabunden und minderem Volk und dann bringt er dieses Gesindel auch noch mit nach Hause und spielt Karten mit ihnen und gibt ihnen zu essen und Geld. Und da sollen Myrtle May nette, anständige junge Leute kennenlernen. Ach, wenn das nicht übermäßig ist. Dann ist er trinkt also. Ja, er trinkt, aber deshalb habe ich ihn ja nicht hergebracht. Ich bin ja hierher gekommen, weil ich diesen Harvey nicht länger ertragen kann. Myrtle May und ich müssen einen Platz bei Tisch füllen, frei halten. Wir müssen ihn zum Telefon rufen, wenn Elwood anruft und ihn sprechen will. Wir müssen auf dem Sofa zusammenrücken, damit Harvey bequem sitzen kann. Ja. Und dieser Skandal heute Nachmittag beim Kulturtee. Och, dabei hat meine Mutter nie ein Sterbenswörtchen davon geschrieben. Wir haben nichts gewusst von Harvey und ich nehme es ihr übel und mit Recht, nicht wahr? Ja, dieser Harvey, wer ist das bitte? Ein Hase. Ja, das mag sein. Ich meine, wer ist das? Irgendein Kamerad Ihres Bruders, irgendjemand, den er sich in einer Kneipe aufgegabelt hat. Irgend... Harvey ist ein weißer Hase, 1,76 Meter groß. Verehrte Frau Simmons, wenn ich Sie recht verstehe, sagen Sie jetzt, dass... Dass der beste Freund meines Bruders ein weißer Hase namens Harvey ist. Herr Doktor, verstehen Sie das nicht? Elwood und er sind unzertrennlich. Harvey lebt bei uns im Haus. Elwood und er gehen überall gemeinsam hin. Er besorgt Theaterkarten und Eisenbahnbillets immer für beide. Jetzt frage ich Sie, wenn er sich schon so einsam fühlt, dass er immer jemanden um sich haben muss, warum bringt er uns denn kein menschliches Wesen ins Haus? Welchen noch etwas sagen, was ich noch keinem Menschen auf der Welt gesagt habe. Manchmal sehe ich ihn selbst schon. Bin ich schrecklich? Liebe Frau Simmons. Ja, und stimmt.
Das ist wirklich ein 76 groß. Aber doch, ich möchte bitte nicht, dass Sie das jemandem sagen. Das wäre mir peinlich. Sie haben viel durchgemacht in letzter Zeit. Na, das glaube ich. Hm. Sie leiden unter Schlaflosigkeit? Schlafen mit zwei Hasen. Ja. Sie regen sich leicht auf, schon über Kleinigkeiten. Ach, leben Sie doch einmal mit den beiden. Appetitlos? Mit Kunststück mit einem weißen Hasen bei Tisch. Ach, aber ich habe jetzt genug. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich verkaufe das Haus. Das kann man verstehen. Das kann man sehr gut verstehen. Sie sind müde, liebe Frau Simmons, und ich werde Ihnen helfen. Ja, bitte. Bleiben Sie ruhig hier sitzen. Ich bin gleich zurück. Henry, lassen Sie niemand passieren. Eine Patientin versucht zu flüchten, klar? Was haben wir noch frei, Schwester? Zimmer 13 Westflügel. Ja, gut. Lassen Sie sie dorthin schaffen. Hier ist die vorläufige Behandlung. Und da muss ich mich noch mit Ihrem Bruder in Verbindung setzen. Der heißt Albert P. Dowd. Bitte rufen Sie ihn an. Aber Doktor, der Bruder braucht doch die Behandlung, nicht die Frau. Sie kam doch wegen Ihres Bruders. Kelly, kapieren Sie denn nicht? Das ist doch ein ganz alter Trick. Charakteristisch für einen bestimmten Typ von Psychopathen. Sie hat erfahren, dass Ihr Bruder Sie bei uns einliefern will. Und dass Sie eher gekommen, um ihn zu diskreditieren. Ist das klar? Also rufen Sie ihn an. Na los, los. Aber Doktor, ich dachte, die Frau sei in Ordnung. Und da habe ich den Bruder auf Zimmer 24 im Südflügel bringen lassen. Was haben Sie? Sie haben den Bruder eingesperrt? Ja, Doktor, ich habe... Ach, es tut mir so schrecklich leid. Ach so, es tut Ihnen leid. Na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Oh, Doktor, ich werde alles in Ordnung bringen. Ich mache alles. Ich werde... Denfi? Ja, Schwester. Denfi, sperren Sie Zimmer 24 auf. Ja. Geben Sie Herrn Dowd seine Kleider und sagen... Und gleich hierher. Und bitten Sie ihn gleich herunterzukommen. Es ist ein Missverständnis passiert. Und Dr. Sanderson möchte es aufklären. Aufklären, Sie sind gut. Um Entschuldigung bitten muss ich, ganz demütig. Gott sei Dank hat sie noch nicht in die Wanne gesetzt. So schön und so dumm. Oh, Doktor, ich bin jetzt nicht für Spott empfänglich. Wohin gehen Sie? Ich muss es dem Chef berichten. Nein, nein. Er wird mich entlassen. Ich übernehme die Verantwortung, Schwester. Keine Sorge. Nein, sagen Sie ihm, dass es meine Schuld war. Ihr Name kommt nicht über meine Lippen. Außer wenn ich träume. Oh. Albträume. Herr Dowd? Ich bin ja gleich zurück. Aber was soll ich tun? Was soll ich machen? Er wird toben. Ja, das ist möglich, aber er ist ja Mann. Wie meinen Sie das? Ja, spielen Sie Ihr bewährtes Repertoire. Blicke, Hüften, Lächeln und so weiter. Ich bin ja immun dagegen. Ich habe gesehen, wie es auf andere wirkt. Also halten Sie ihn auf, Schwester, und wenn Sie einen Striptease tanzen müssten. Oh, Dr. Sanderson, Sie sind wirklich wundervoll. Oh, was wollen Sie? Diese Simmons. Haben Sie sie erwischt? Na klar, ich war hinter einem Busch versteckt, bin mit einem Satz auf sie los. Die hat vielleicht geschrien. Bringen Sie sie auf Zimmer 13 im Westflügel. Ja, ist schon da, schreit und schlägt um sich. Jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft, sie auszuziehen. Ja, ich werde sie halten, allein schaffe ich sie nicht. Ja, ich muss auf den Bruder warten. Ich brauche ganz schnell jemanden, ganz schnell! Sie sind halt auch. Elwood P., darf ich Ihnen eine von meinen Karten geben? Falls Sie mich mal anrufen wollen, dann bitte diese Nummer da, nicht die da. Das ist die alte. Danke. Nicht zu danken, mein liebes Fräulein. Und wenn Sie sie verlieren, macht's gar nichts. Ich habe eine Menge davon. Ich bin Schwester Kelly. Oh. Wenn Sie Platz nehmen wollen, Herr Dowd. Okay. Nehme gleich zwei, wenn Sie gestatten. Es ist nämlich so, Dr. Sanderson möchte Sie gerne sprechen. Er wird jeden Moment hier sein, wenn Sie sich inzwischen setzen. Nach Ihnen. Oh, danke, ich muss immer hin und her. Bitte nehmen Sie Platz. Nur nach Ihnen. Möchten Sie vielleicht ein paar Illustrierte ansehen? Nein, ich möchte viel lieber Sie ansehen, wenn Sie gestatten. Sie sind wirklich sehr hübsch. Oh, danke, das bemerken wirklich nicht viele Leute. Ja, ich habe mich schon oft gefragt, wo manche Menschen ihre Augen haben. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne mal... Dr. Sanderson. Elwood P. Dowd, darf ich Ihnen eine von meinen Karten geben? Falls Sie mich mal anrufen wollen, dann bitte diese Nummer da, nicht die da. Das ist die alte. Danke vielmals. Ich bin Professor Chumleys Assistent. Das ist fein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie geht's denn, Herr Doktor?
Oh, Herr Dort, ich fürchte, das hängt ganz von Ihnen ab. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Na, Schwester Kelly? Ja, Schwester Kelly kennen Sie bereits? Ich hatte bereits das Vergnügen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne, meinen lieben Freund... Gerne, Herr Dort, später. Vorerst möchte ich Ihnen eine Erklärung abgeben. Bitte setzen Sie sich doch. Nach Schwester Kelly. Ja, und setzen Sie sich schon, dann stehen wir morgen noch da. Bitte. Haben Sie einen bequemen Stuhl, Herr Dort? Ja, wollen Sie mal probieren? Nein, danke vielmals. Danke. Und Aschenbecher. Haben wir keinen Aschenbecher mehr noch? Wo ist ein Aschenbecher? Oh. Kann ich mir nicht schlafen? Auch einen. Vielen Dank, ich rauche nicht. Nein. Herr Dort, ist es zu heiß hier? Soll ich vielleicht ein Fenster öffnen? Herr Dort, Dr. Sanderson möchte gerne wissen, ob er ein Fenster öffnen soll. Das muss er ganz so halten, wie er es beliebt. Es liegt mir so gar nicht, mich in sein Privatleben zu mischen. Danke. Bitte. Ja, Herr Dort, ich sehe schon, Sie haben nichts übrig für konventionelle Gespräche und Sie können es nicht leiden, wenn man wie die Katze um den heißen Brei rumgeht. Tut sie das? Ja, wir sind Ihnen gegenüber in einer ungünstigen Position. Sie wissen das, wir wissen das. Also legen wir doch unsere Karten offen auf den Tisch. Ja, das mache ich immer sehr gerne, Herr Doktor. Und allerdings ist es ja auch das Beste. Menschen sind nun einmal Menschen. Das ist sehr oft der Fall, nicht? Und Irren ist menschlich. So haben Schwester Kelly und ich hier, heute Nachmittag, einen Fehler gemacht, den wir... Nein, Dr. Sanderson hat keine Schuld. Es war mein Fehler. Ja, ein menschliches Versehen war es. Ach, das finde ich aber nichtsdestoweniger doch sehr interessant, sagen Sie mal. Sie und Schwester Kelly? Ja. Heute Nachmittag, sagen Sie? Ja, ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, Herr. Ja, solche Vorkommnisse sind ja oft die Grundlage einer langen und warmen Freundschaft. Und ich finde es reizend von Ihnen, dass Sie das mir gegenüber so offen zugeben. Die Verantwortung trage ganz allein ich, nicht Schwester Kelly. Ihre Haltung mag altmodisch sein, aber sie gefällt mir. Herr Dort, die Sache wäre natürlich ganz anders verlaufen, wenn ich Ihre Schwester zuerst gesehen hätte. Was? Ach, also ich halte die größten Stücke auf Vita, aber Ihre Glanzzeit ist doch ein bisschen vorüber, denke ich. Ne? Sie dürfen ihr nichts übel nehmen, sie ist krank. Sie sagt, dass Sie eine Behandlung nötig haben. Oh, um mich sollte sich doch Vita gar keine Sorgen machen. Mit mir ist doch alles in Ordnung. Nein, ich war nicht da, sie sprach mit Schwester Kelly und dann, dann kam auch ein Anruf vom Anwalt Ihrer Familie, Herrn Gaffney. Oh ja, den kenne ich schon lange, seine Frau auch. Nette Leute. Feuer, Herr Dort. Gestatten Sie, dass ich Ihnen Feuer gebe? Danke vielmals. Ihre Schwester war äußerst nervös und sie hat dann gleich mit einer heftigen Tirade losgelegt über ihr Trinken. Ah, meine gute Vita. Hm? Naja, schön. Sicher trinken Sie dann und waren gern etwas wie jeder von uns, ne? Freilich, Doktor. Wenn Sie mich fragen, ich würde ganz gern jetzt gleich hier etwas trinken. Wenn Sie mich fragen, ich auch. Ja? Moment. Nein. Nein? Ja, Herr Dort, um auf Ihre Schwester zurückzukommen, Ihre Ansichten waren äußerst verdächtig. Sagen Sie, trinkt sie? Ach nein, Doktor. Leider nie. Na? Ich glaube, sie trinkt. Nein, das habe ich gar nicht gewusst. Sie trinkt heimlich? Ach, da sind wir aber sehr überrascht. Es ist doch gar nicht mal Ihr Alkoholismus, auf den sich meine Diagnose stützt, sondern es kommt etwas anderes, Ernsteres dazu, nämlich diese Rede über diesen großen, weißen Hasen. Ich glaube, sie nannte ihn Harvey. Ja, er heißt Harvey. Sie beklagte sich, dass Sie mit diesem Harvey verfolgen. Nein, das habe ich nie getan. Ja, das behauptet sie. Och, Vita soll das nicht so sehen. Aber jetzt, Doktor, ehe wir weiter fortfahren, muss ich doch darauf bestehen, Ihnen einen lieben Freund... Herr Dort, Ihre Schwester leidet unter einem Trauma, einem Schock. Ich meine, das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Schon unsere Geburt ist ein Trauma, nämlich der Schock, geboren zu werden. Ja, darüber kommen wir ja unser Lebtag nicht hinweg. Sie haben Sinn für Humor, Herr Dort. Nicht wahr, Schwester Kelly? Ja, Doktor. Darf ich dasselbe von Ihnen beiden sagen? Ja, Herr Dort, der Zustand Ihrer armen Schwester ist also sehr ernst. Sie braucht eine bestimmte Behandlung und muss hier einige Zeit bei uns bleiben, aber ich kann ihr helfen. Ja, mir war immer daran gelegen, dass Vita alles hat, was sie braucht. Ausgezeichnet. Aber Herr Doktor, meine Schwester soll nur hier bleiben, wenn sie es selber wünscht und wenn es ihr hier gefällt. Ne? Natürlich. Wissen Sie, Herr Dort, die Sache wäre weiter gar nicht schlimm, wenn Ihre Schwester etwas zu sehen glaubte, was sie früher schon mal wirklich gesehen hat. Nicht? Dann wäre der Fall einfach, aber er ist ernst. Wir haben nämlich Grund zu der Annahme, dass noch niemand einen weißen Hasen von 1,76 Meter Größe gesehen hat. Ne? Nein, nicht sehr oft, Herr Doktor. Sie gefallen mir, Herr Dort. Sie mir auch, Herr Doktor. Und Schwester Kelly besonders. Ja, gut, dann muss Ihre Schwester also hier eine Zeit lang bei uns in der Anstalt bleiben. Unter diesen Umständen müsste ich meine eigene Großmutter da behalten. Ach, Ihre Großmutter trinkt auch. Nein, das war nur so ein Vergleich. So, Herr Dort, darf ich Sie nun bitten, als nächster Anverwandter dieses Einlieferungsformular zu unterschreiben. Ach, nein.
Das soll lieber Vita machen. Unterschrift und der Leibe sorgt immer sie für die Familie. Sie unterschreibt sehr gut. Herr Dort, wir dürfen Ihre Schwester jetzt aber nicht stören. Dann soll das unser Anwalt besorgen. Na ja, gut. Dann sagen Sie ihm aber, ich habe zur Internierung geraten. Hm? Herr Dort, natürlich können Sie jederzeit zu Besuch kommen. Wir freuen uns. Ich stelle Ihnen gleich den Passierschein für das nächste Mal aus. Wann möchten Sie wiederkommen? Mittwoch? Freitag? Auch Dr. Sie und Schwester Kelly waren so liebenswürdig zu mir. Ich könnte gleich nach dem Abendessen wieder hier sein. Etwa so im Stündchen. Ja, nur wir haben ziemlich viel zu tun. Aber selbstverständlich, natürlich. Ja, eigentlich braucht ihr auch gar nicht wegzufahren. Bin gar nicht so hungrig. Herr Dort, wir sind entzückt, wenn Sie bleiben. Nur Schwester Kelly und ich haben oben noch eine Menge zu tun. Hm? Na. Wissen Sie was, Herr Dort, ich habe eine Idee. Es ist zwar nicht üblich hier, aber damit Sie sehen, dass Ihre Schwester gut aufgehoben ist, schauen Sie sich doch ein bisschen um bei uns. Ja. Wenn Sie durch diese Tür hier gehen, gleich rechts hinter der Treppe finden Sie das Zimmer für Beschäftigungstherapie. Ja. Dahinter ist die Bibliothek, das Gewächshaus und die Diätküche. Ich denke, ich sollte mir das alles anschauen, schon wieder zuliebe. Hm? Ausgezeichnet, Herr Dort. Das war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Und Schwester Kelly. Also ich muss sagen, für einen Laien haben Sie geradezu ein ungewöhnliches Verständnis für psychiatrische Probleme. Ja, wirklich? Ich habe nie geglaubt, dass ich etwas davon verstehe. Versteht überhaupt jemand was davon? Naja, gute Psychiater findet man nicht hinter jedem Busch, ne? Ja, man muss den richtigen Busch erwischen. Auch Kinder, weil wir so viel Freude aneinander haben. Lass uns doch beisammenbleiben, ja? Ich lade Sie jetzt herzlich in Emils Taverne auf einen Whisky ein. Wenn mir Menschen gefallen, trenne ich mich so ungern von Ihnen. Herr Dort, leider sind wir hier ziemlich festgenagelt. Aber wir haben einen Whisky bei Ihnen gut, demnächst mal. Hm? Wann? Ja, Schwester Kelly und ich haben hier meist bis abends 10 Uhr zu tun. Dann sagen wir doch um 10 bei Emil, ist recht so? Na gut. Und Sie, Schwester Kelly? Nein, Professor Chumley sieht es gar nicht gern, wenn seine Ärzte mit den Schwestern privaten Kontakt haben. Naja, vielleicht können wir es irgendwie deichseln. Also ich hole Sie um 10 mit einem Taxi von hier ab und dann machen wir vier uns einen gemütlichen Abend. Sie müssen beide mit einem sehr lieben Freund von mir recht gut Freund werden. Also, adieu für jetzt. Auf bald. Ich atme auf. Ja, er war wenigstens vernünftig. Hm? Ja, dieser Mann ist stolz. Worauf habe ich keine Ahnung, aber ich habe ihn bei diesem Stolz gepackt. Ja, wundervoll. Ja. Naja, wenn man es richtig anpackt, kann man jeden Menschen für sich gewinnen. Ja, dann will ich mich mal um diese Frau Simmons kümmern. Ne? Doktor, ja. Sie sagen, man kann jeden Menschen für sich gewinnen. Ja. Wie? Kelly, das erfordert ein regelrechtes Studium. Besonderes Training, jahrelang. Übrigens, diese Verabredung mit ihm, die gefällt mir überhaupt nicht. Na ja, gut, ich meine, er ist als Freund gegangen und wird für unser Sanatorium Reklame machen, deshalb muss ich mit ihm ausgehen, aber Sie doch nicht. Hm? Ach, ich... Na, gut, ich trinke ein Glas mit ihm, bin ich ein bisschen nett, dann mache ich, dass ich wegkomme. Ist ja kein Grund, dass Sie dabei sind. Hm? Nein, ist kein Grund. Absolut keiner. Ich wüsste ja auch gar nicht, was ich soll. Ich habe auch gar keine Lust mitzukommen. Ich ging nicht mit, nicht für eine Million. Herr Kelly, was ist denn los? Worüber regen Sie sich denn so auf? Er mag vielleicht ein bisschen sonderbar sein und komisch angezogen, aber er weiß sich zu benehmen. Ja. Und Sie haben ihm Ihren gewissen schmelzenden Blick verpasst. Das ist mir nicht entgangen. Er sagte, ich sei reizend. Er setzte sich nicht, bevor ich saß. Er sagte, liebes Fräulein und nicht Kelly. Am liebsten wäre ich gar nicht mit ihm gegangen. So, dann will ich immer was sagen. Mein liebes Fräulein, Kelly, das ist doch ein Tagedieb. Einer, der von einer Beine die andere zieht. Der arbeitet doch nicht. Ja, und dann diese übertriebene Aufsteherei und Verbeugerei. Der ist doch so altmodisch wie ein Gartenzwerg. Und mit sowas wollen Sie sich in eine Kneipe setzen und sich den Hof machen lassen? Oh, Kelly, Sie sind vielleicht ein komisches Mädchen. Dr. Sanders. Sie sind... Sie sind wund... Dr. Sanders. Schwester Kelly. Herr Professor. Bitte sagen Sie dem Gärtner, er möchte gefälligst meine preisgekrönten Dahlien am Zaun etwas sorgfältiger abstützen. Sie gehen nächste Woche auf eine internationale Blumenschau. Was ist mit der Frau, die den Hasen hat? Gibt es da noch Komplikationen? Nein, Herr Professor, bitte. Na, noch. Hatte schon viele Patienten hier, die Tiere sahen, aber noch keinen mit einem solchen Riesenvieh. Ja, 1,76, sie nennt es Harvey. Was? Harvey? Ja. Harvey ist ein merkwürdiger Name für ein Tier. Harvey ist ein Männername. Ich
Ich kenne verschiedene Harveys, aber ein Tier dieses Namens? Nein. Nun ja, der Fall hat interessante Aspekte. Ja, Herr Professor. Ich gehe jetzt hinauf und schaue mir die Patientin einmal an. Mitsamt ihrem Monumental-Karnickel. Als Therapie geben Sie mein Rezept 977. Brauchen Sie noch Hinweise über die Behandlung? Nein, danke. Das soll ein Hut und Mantel doch. Das gehört in die Garderobe. Wem gehört das? Ich weiß nicht, es gehört vielleicht Herrn Daut. Nein, Herr Daut hatte seinen Hut auch, vielleicht einem Angehörigen eines Patienten. Nun, zeigen Sie mal hier. Na nun, was ist denn das? Sonderbar. Nun ja, wahrscheinlich eine neue Mode, wie diese Schuhe mit den offenen Zehen. Tragen Sie das Zeug hinaus. Hallo Chef, alles in Ordnung? Ich brauche jemanden, der mir mit der Simmons hilft. Mit Mühe und Not habe ich ihr Mieter runtergekriegt, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Wir gehen zusammen hinauf und schauen uns die Patienten. Ja, jetzt habe ich sie in der Badewanne festgeschnallt. Mein Gott, ich habe das Wasser laufen. Ach du meine Güte, Willi! Denk an dein Versprechen. Die Cocktailparty bei Dr. McClure haben wir fest zugesagt. Ich weiß, aber vorher muss ich mir noch einen Patienten anschauen. Dann von mir aus. Aber bitte beeil dich! Ich möchte nicht so spät hinkommen. Bin so neugierig, das neue Haus von denen zu sehen. Immer die Patienten. Oh, guten Abend, guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Elwood P. Daut. Ich bin Frau Professor Chumley. Ich bin sehr glücklich, das zu hören. Darf ich Ihnen eine von meinen Karten geben? Falls Sie mich mal anrufen wollen, bitte diese Nummer da, nicht die da. Das ist die alte. Danke. Suchen Sie etwas? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wer? Harvey. Ich bin ohne ihn rausgegangen. Ein Patient? Oh nein. Ach, er ist hier beschäftigt. Oh nein, nein. Er ist das, was man einen besten Freund nennt. Außerdem ist er ein Booker. Er kam heute Nachmittag hierher mit mir und Vita. Und wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Da auf dem Stuhl. Und sein Hut und Mantel lagen hier. Vielleicht ist er weggegangen. Anscheinend. Ich sehe ihn nirgends. Aber das will nicht viel bedeuten. Er versteckt sich manchmal. Das tut er, um mich zu ärgern. Auch nicht? Nein. Was sagten Sie da vorhin? Booker? Ist das etwas Neues? Nein, etwas sehr Altes. Ach, komisch, habe ich noch nie gehört. Das wundert mich nicht. Mir ging es gerade so. Ich kannte ihn auch nicht, bis wir uns begegnet sind. Ich hoffe, Sie werden bald Gelegenheit haben, ihn kennenzulernen. Bin sicher, er wird Ihnen sehr gefallen. Ja? Wenn Harvey an jemanden gefallen findet, dann zeigt er das unverkennbar. Nur wenn ihn eine Person nicht interessiert, dann ist er wie nicht vorhanden. Dann sieht er aus wie ein leerer Stuhl. Oder ein leerer Platz auf dem Fußboden. Harvey bildet sich seine Meinung über Menschen nicht so 1, 2, 3. Nein, er lässt sich Zeit. Wählerisch sozusagen. Das muss man auch sein heutzutage. Vita hat er lieb, weil er mich lieb hat und Vita meine Schwester ist. Und nun sollte man meinen, Frau Chumley, Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit. Aber Vita scheint sich aus Harvey gar nichts zu machen. Finden Sie das nicht traurig? Tja, aber das ist manchmal so. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob meine Familie meine Freunde mag. Ja, das schon. Aber ich möchte, dass meine ganze Familie zu Harvey steht. Er hat nämlich nicht einmal, sondern tausendmal zu mir gesagt, Elwood, für dich würde ich alles tun. Frau Chumley, das hat er gesagt. Schön, nicht? Sehr. Ach, Frau Chumley, haben Sie gewusst, dass die Tante von Frau McElhenney, die Tante Rosa, heute Abend zu mir kommen wird? Ganz unerwartet aus Cleveland. Nein, das habe ich nicht gewusst. Und die Frau McElhenney weiß es auch noch nicht. Da sind sie beide in der gleichen Lage. Wer ist Frau McElhenney? Ah, die wohnt im Hause neben uns, eine nette Person. Harvey. Harvey hat mir das mit dieser Tante Rosa erzählt. Ist vollkommen neu. Außer uns dreien weiß es niemand. Aber steht ihm völlig frei, es weiterzuerzählen. Aber... Frau Chumley, einen Vorschlag. Wollen Sie jetzt mit mir in die Stadt kommen auf einen Whisky? Danke, aber ich warte auf meinen Mann. Wenn er herunterkommt und ich bin nicht da, dann würde er krachen. Das nicht verstehen. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ne? Schade. Vielleicht ein andermal. Aber etwas wenigstens könnte ich tun. Was etwas wenigstens könnten Sie tun? Ich bin gespannt. Wenn Ihr Freund herkommt, solange ich noch da bin, dann kann ich ihm was ausrichten. Oh, das wäre aber sehr freundlich von Ihnen. Gut. Also, was soll ich ihm sagen?
Fragen Sie ihn bitte, ob er mich in der Stadt treffen will, falls er nichts anderes vorhat. Dort, Stadt, treffen. Und wo? Harvey weiß schon wo. Harvey weiß wo. Harvey... Nur Harvey. Wissen Sie was? Mein Mann und ich fahren gleich zu einer Cocktailparty in die Bergstraße zu Dr. McClure. Cocktailparty Bergstraße, Dr. McClure. Ja. Sollen wir da nicht Ihren Freund einfach in die Stadt mitnehmen? Das wäre äußerst liebenswürdig von Ihnen, aber ich will Sie nicht belästigen. Das ist keine Belästigung. Dr. McClure gibt die Party für seine Schwester zum Geburtstag. Ach, der hat eine Schwester? Das wusste ich gar nicht. Oh, Sie kennen Dr. McClure? Nein. Ja, aber warum fragen Sie dann? Ich könnte ihn doch kennenlernen. Es war mir eine große Freude, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Hoffentlich sehe ich Sie recht bald wieder. Meine liebe Dame, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Daum. Sie werden Harvey gleich erkennen, er ist sehr groß. So, 1,76. Mit. Ganz hübsch widerspenstig, diese Frau Simmons. Warum gibt sie nicht zu, dass sie den Hasen hat und behauptet, ihr Bruder habe ihn? Nun ja, geben Sie um 9 Uhr zwei von denen da und um 10 Uhr noch eine. Um 8 Uhr kommt sie zum zweiten Mal in die Wanne und morgen früh zum dritten Mal. Und dann werden wir ja sehen, wer den Hasen sieht. Ja. Sie wissen, wo ich im Notfall zu erreichen bin. Hm? Fertig, Liebling? Ja. Übrigens, da war ein Mann da. Elwood P. Dow. Ach ja, das ist der Bruder von Frau Simmons. Ausgeschlossen, er kann sie heute nicht mehr besuchen. Das wollte er auch gar nicht. Er hat seinen Freund gesucht, mit dem zusammen er hergekommen ist, hat er gesagt. Kelly, war jemand mit ihm da? Nein, niemand. Doch, der Freund hat da gesessen. Mit Hut und Mantel, hat er gesagt. Er war sehr enttäuscht, dass er nicht mehr da war. Oh, Dr. Sanders? Er heißt Harvey. Harvey? Ja, den Familiennamen hat er mir nicht genannt. Und dann sagte er noch Puka oder so. Ich hab's nicht ganz verstanden. Harvey. Ja, so groß ist er. Warum siehst du mich so entgeistert an, Willi? Der Mann war sehr nett und höflich. Ich habe ihm angeboten, ihn mit uns in die Stadt zu nehmen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Also wenn man niemand mehr einen Gefallen tun darf, dann ist es doch ganz langweilig. Bitte, Frau Professor, wohin ist er denn gegangen? Ich weiß nicht, wo er hingegangen Schwester, ist. Schwester, bringen Sie den Hut. Aber schnell. Gaffney. Hauptmann, hier Dr. Sanderson, sagen Sie, Henry, ist vor ungefähr einer Minute ein Mann im dunklen Mantel bei Ihnen? Ja. Oh mein Gott, versuchen Sie ihn einzuholen. Schnell, ich warte. Rechtsanwalt Gaffney, hier spricht Chamblet. Nein, der Psychiater. Herr Gaffney, Sie haben heute bei uns angerufen wegen eines Patienten, den Sie uns anvertrauen wollten. Wie war doch sein Name? Elwood P. Dow. Stimmt. Oh, ja, nicht? Danke. Danke. Dr. Sanderson? Ja. So heißen Sie doch. Ja, gut, dass Sie wenigstens das wissen. Sie haben im Hauptfach Psychiatrie studiert. Ja. Hat man Ihnen nicht beigebracht, dass Hasen zwei lange Ohren haben? Dass folglich ein Hut für einen Hasen, ein Hasenhut, zwei Löcher haben muss, wegen der Ohren. Herr Professor, Herr Dort schien durchaus vernünftig heute. Die Hauptaufgabe eines Psychiaters ist es, zu unterscheiden zwischen Individuen, die vernünftig sind, und solchen, die vernünftig scheinen. Wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Ja. Antworten Sie nicht, ich werde es Ihnen sagen. Sie haben es einem Psychopathen ermöglicht, die Anstalt zu verlassen und mit einem abnormal großen Hasen frei herumzulaufen. Sie haben mich, einen Psychiater, Professor, Inhaber eines Lehrstuhls, zu der Selbsterniedrigung gezwungen, einen Auch-Akademiker, einen Rechtsanwalt anzurufen, um herauszubekommen, wer hierher kam, um eingeliefert zu werden und wer, um einzuliefern. Wilson, mein Wagen, ich muss jetzt etwas tun, was ich seit 15 Jahren nicht mehr getan habe. Ich muss mich auf die Jagd nach einem Patienten begeben, nach Elwood P. Dowd. Ich muss ihn hierher zurückbringen. Und wenn das erledigt ist, sind Ihre Beziehungen zu meinem Institut beendet. Liebling, rufe McClure an und sagen, dass wir heute nicht kommen können. Schwester Kelly, Sie kommen mit mir und helfen mir, diese Frau aus der Wanne zu heben. Herr Dodge schien durchaus vernünftig. Heute Nachmittag? Jetzt kann ich der Köchin sagen, dass wir doch zum Abendessen zu Hause sind. Wird wütend sein. Geht sie nicht mal ans Telefon. Wilson, was ist ein Puka? Ein was? Ein Puka. Frau Chamblet, Sie können mich untersuchen, von oben bis unten. Ich muss im Konversationslexikon nachsehen. Da steht doch angeblich alles drin. Vielleicht ist Puka ein Beruf oder so etwas. Ich muss der Köchin Bescheid sagen, sonst rennt die mir noch ins Kino.
Ja, Puka. Zauberkräftiger Geist der alten keltischen Mythologie. In Tiergestalt, immer sehr groß. Der Puka erscheint dann und wann, bald hier, bald dort, bald diesem, mal jenen, je nach Lust und Laune. Er ist ein weißes, aber boshaftes Geschöpf. Und wie geht es Ihnen, Herr Wilson? Und wie geht es Ihnen, Herr Wilson? Danke, gut. Moment! Was Sie sind? Wo ist sie? Wer? Ihre Mutter. Mit Onkel Elwood im Sanatorium. Warum hat sie mich im Club angerufen? Ganz hysterisch. Ich habe kein Wort verstanden. Tja, ich weiß nicht. Sie wollte nur Onkel Elwood im Sanatorium abliefern. Ich war nicht dabei. Mama mit Onkel Elwood weg war, bin ich ins Immobilienbüro gegangen, damit sie unser Haus verkaufen. Und was glauben Sie, habe ich dort gefunden? Einen Mann. Was? Der genau so ein altes Haus wie das hier dringend sucht. Ich dachte schon, er wäre es, er wollte sich's gleich ansehen. Möchten Sie? Ja. Hören Sie zu, Myrtle May. Als euer Anwalt muss ich darauf hinweisen, dieses Haus gehört nicht euch, es gehört Elwood. Und wenn Onkel Elwood entmündigt wird, kontrolliert Mama den Besitz. Haben Sie eigentlich die Besitzurkunden von dem Haus? In der Kanzlei. Aber Elwood entmündigen, wäre es gar nicht wohl dabei. Mama und ich werden auch mal reisen können, endlich. Ich hab den Jungen gern. Alles hätte erreichen können. Jemand sein, eine große Stellung bekommen. Ja, und was hat er bekommen? Einen großen Hasen. An nichts hat's ihm gefehlt. Verstand, Persönlichkeit, Freunde, alles hat er gehabt. Die Männer hatten ihn lieb, die Frauen hatten ihn lieb, ich hatte ihn lieb. Wollen Sie mir damit erzählen, dass Onkel Elwood mal war wie andere Männer? Dass Frauen ihn gern hatten, so wie eine Frau einen richtigen Mann gern hat? Nicht mehr, seitdem man mit dem Hasen herumläuft. Aber früher, da war der Postkasten voll von parfümierten Briefchen für Elwood. Ja, kaum zu glauben. Freilich, sonderbar war er immer. Ja, das glaube ich. Er blieb immer so ruhig und das hätte mich stutzig machen sollen. Nehmen Sie einen Durchschnittsmenschen, der plötzlich einen übergroßen weißen Hasen sieht. Na, irgendwas wird er tun. Pillen schlucken, Umschläge machen, gurgeln. Nicht Elwood. Er blieb ruhig. Sie ahnen ja gar nicht, was er alles aufführt mit diesem Hasen. Doch, er war oft genug mit dem Hasen in meiner Kanzlei. Ich bin zwar etwas verkalkt, aber mir entgeht nichts. Er hat mich sogar gebeten, immer ein bisschen Salat in meinem Safe zu haben. Ist da jemand vom Haus? Vielleicht der Interessent? Nein, nein. Um Gottes Willen. Was fehlt Ihnen, Rita Luise? Ach, Kinder, ich hatte schon jede Hoffnung aufgegeben, euch jemals wieder zu sehen. Oh, halten Sie sie, Herr Gärtner, es fällt uns um. Nicht so rasch, ja, nicht so rasch. Sachte. Ich möchte nur eine Minute ruhig sitzen. Bitte. Hier. Ganz hier, ruhig sitzen. Hier. Eine Minute ruhig sitzen. Hier, liebes Kind, wollen Sie einen Magenbitter, Rita? Nein, ich möchte nur eine Minute ruhig sitzen. Jetzt lasst mich doch einmal zu Atem kommen. Lassen Sie erst mal zu Atem kommen. Ich will nichts als eine Minute ruhig sitzen und dann will ich in mein Bett und schlafen, schlafen. Aber was ist denn passiert, Mama? Sie müssen diese Leute anzeigen, die haben mich eingesperrt und Elwood laufen lassen. Das gibt's doch nicht. Schau mich doch an. Aber wieso denn? Was hast du denn gesagt oder getan? Nichts. Ich habe ihnen von Elwood und von Harvey erzählt. Daraufhin hat er... Also ich verstehe nicht. Dann bin ich zum Taxi gegangen, um seine Sachen zu holen. Und dann stand plötzlich dieser grässliche Gorilla vor mir, der Wärter, und packt mich und schleppt mich ins Haus und zerrt mich die Treppe hinauf und dann reißt er mir die Kleider vom Leib. Was? Aber ich habe gekämpft, ich habe gekämpft, ich habe mit meiner ganzen Kraft, ich habe immer gesagt, wenn mich im Leben einmal jemand anfällt, dann kämpfe ich, habe ich das immer gesagt. Ja, das hat Mama immer gesagt. Er hat mich trotzdem in die Wanne gekriegt. Und dann hat er mich behandelt wie eine Verrückte. Mich? Verdammt doch mal, also, die bringe ich wirklich vor Gericht. Und dann ist dieser Arzt gekommen und hat mich ausgefragt. Und über
meine sexuellen Bedürfnisse und lauter solche Ferkeleien. Diese Verbrecherbande muss man aus, dass du mir da nie hingehst, hörst du? Die Sache stinkt zum Himmel. Bei Gott, diesen Schömmli habe ich noch nie leiden können. Den jag ich aus der Stadt. Oma, ja. Denken solche Ärzte eigentlich nur an solche Sachen? An sexuelle? Hm? Ich fürchte. Überhaupt Ärzte, diese auch Akademiker. Sollen die mal tüchtig Sport treiben oder einen anständigen Spaziergang machen in der frischen Luft? Oma macht das seit Jahren, ne? Ja? Ja, ja. Aber jetzt muss ich mir Notizen für die Klage machen. Wie heißen die Quacksalber? Tramley und? Sanderson, die so mit ganz eng zusammenstehenden Augen, die lügen alle, das ist typisch. Ja, man kann überhaupt keinem Menschen mehr trauen. Wir können sie jedem trauen. Das ist ihre Tochter. Ich bin ihr Anwalt. Ja, ich kann euch schon noch auseinanderhalten. Aber jetzt will ich nicht mehr reden. Ich will in mein Bett. Aber wo ist Onkel Elwood? Ich weiß es nicht. Die haben mich ja laufen lassen. Dort interessiert man sich ja nicht für Männer in diesem Etablissement. Wir müssen aber doch Onkel Elwood finden und hinter Schloss und Riegel bringen. Ich weiß nicht, wo er ist. Das nächste Mal liefern Sie Elwood ein. Kann ich dir noch was helfen, Mama? Ach, nein, Kind. Ich wünsche nur so sehr, dass dir nie im Leben jemand die Kleider vom Leib reißt mit Gewalt und dich dann in eine Wanne stellt. Sicher, dass alles Onkel Elwood inszeniert. Ja. Er ahnte, was Mama vorhatte, ließ sie einsperren und dann ist er davon. Nein, 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 ihr Onkel schätzt ihre Mutter. Er wollte immer alles, was er hatte, mit ihr teilen. Ach, wir haben ja gar keinen Begriff, was alles aufhört mit diesem Hasen. Warten Sie. Ich zeige Ihnen, was er neulich mit nach Hause gebracht hat. Wir haben es draußen in der Garage versteckt. Warten Sie. Ja, sehen Sie, was wollen Sie hier? Wo ist er? Fee, was erlauben Sie sich? Hier einzudringen. Wen suchen Sie? Na, den Verrückten mit dem Hasen. Ist er hier? Nein, zum letzten Mal. Wer sind Sie? Professor Chumley. Ach, Chumley. Das ist gut. Jetzt verstehe ich. Dem habe ich allerhand zu sagen. Er ist nicht da, aber ein anderer. Na? Chumley? Ach, Herr Gaffney. Mhm. Wir haben ja vorhin zusammen telefoniert. Ja. Meinen Sie, ich kann Frau Simmons fragen, ob sie weiß, wo der Patient sein könnte? Kaum. Frau Simmons hat mich beauftragt, Sie zu verklagen, wegen der Ungeheuerlichkeiten, die heute Nachmittag in Ihrem Sanatorium vorgefallen sind. Verklagen? Wegen was heute Nachmittag? Was ist denn heute Nachmittag geschehen, nun? Ach so, das ist ein unbedeutendes kleines Missverständnis. Ach. Mein Assistent, der dafür verantwortlich war, ist bereits entlassen. Der Fall liegt jetzt in meiner Hand. Die Hauptsache ist jetzt, Herrn Daut ins Sanatorium zu schaffen, wo er hingehört. Allerdings. Oh, sehr erfreut. Ich bin Professor Chumley. Herrn Dauts Nichte, Frau Simmons Tochter. Sehr erfreut, Professor Chumley. Sehr erfreut, ja, das ist mein Mitarbeiter. Ich möchte mit Ihrer Frau Mutter sprechen. Mama? Ja. Ausgeschlossen. Vielleicht kommt sie, wenn Sie es ihr sagen. Frau Simmons? Frau Simmons wurde in Ihrem Sanatorium körperlich angegriffen. Sie wurde nicht beruflich, sondern mit privaten Absichten belästigt. Hören Sie, Wilson, das geht Sie an. Chef. 10 Jahre bin ich jetzt bei Ihnen und Sie glauben, was so ein alter Kracher sagt. Also ich und eine, die den Hasen sieht. Den Hasen sieht Ihr Bruder. Eben. Und deswegen haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich muss Frau Simmons sprechen. Wenn sie sie sieht, schreit sie. Soll sie schreien, wir werden sie schon wieder beruhigen. Bitte führen Sie mich zu ihr. Ich kann aber nicht garantieren, dass Sie sie empfangen. Wilson, warten Sie hier. Okay, Chef. Sie haben gehört, was der Chef gesagt hat. Ich muss hier warten. Hier bei Ihnen. Darf ich doch nicht. Und wenn ich Nein sage? Dann muss ich raus in den Garten. Ich würde aber lieber hier bei Ihnen. Von mir aus, Herr Wilson. Oh, Sie haben sich gleich meinen Namen gemerkt. Ja, prima. Und wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Myrtle May Simmons. Das ist ja allerhand Name. Aber passt zu Ihnen. Ich meine, sowas... So was Einfaches wie Emmy oder Luise, das würde ja gar nicht passen. Dem Chef, dem haben Sie auch gleich gefallen, das habe ich gleich gemerkt. Ja. Aber nicht so gut wie mir, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Oh, bitte. Dafür kann man ja nichts. wissen Sie, unser Eins hat auch ganz feine Empfindung.
wenn wir auch beruflich mehr auf die robustere Tour, Sie verstehen? Oh ja, in die Badewanne. Genau. Also wenn ich mir das bei Ihnen so vorstelle, dann... Dann tut es mir richtig leid, dass Sie keinen Knall haben. Oh, Sie, Sie, möchten Sie einen Drink? Nee, 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 nicht auf nüchternen Magen. Was, Sie haben noch nichts gegessen? Nein, dabei haben wir ein Dutzend Kneipen nach Ihrem idiotischen Onkel abgesucht und überall hat es so gut gerochen, nach Schinken und Speck und Ei und Bier. Naja, wenn es weiter nichts ist, das können Sie bekommen. Ja? Mhm. Müssten Sie aber mit mir in die Küche kommen. Na prima. Mensch, die Figur und kochen kann sie auch noch. Der Abend entwickelt sich. Ja. Oh. Mörtel. Hallo? Ja, Sanatorium. Ja, könnte ich Herrn Professor. Oh, Frau Chumley, hier spricht Elwood P. Dowd. Wie geht es Ihnen? Konnten Sie herausbekommen, wo Harvey steckt? Nein, nein, kein Grund zur Sorge. Ich werde ihn schon finden. Ich habe Sie leider verfehlt bei der Cocktailparty. Die Leute bei den McClures waren alle reizend zu mir. Ich konnte hübsch ein paar von meinen Karten loswerden. Nein, nein, ich habe auf Sie gewartet und dann kam Ihr Anruf, dass Sie nicht kommen können. Weil ein Patient ausgerückt ist. Ja, wo ich bin hier. Aber ich gehe gleich. Ich muss Harvey finden. Adieu, Frau Chumley. Ich empfehle mich Ihnen und jedem sonst, der Ihnen zufällig über den Weg läuft. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Oh, da ist es ja. Schön. Schön. Wie im Leben. Ich finde dich schon. Professor, geben Sie keine Mühe. Ich verdanke Sie auf 50.000 Dollar. Dabei bleibt Simmons. Frau Simmons? Hm? Dieses Bild über dem Kamin? Das ist der Stolz des Hauses, meine Mutter. Das ist ein sehr merkwürdiges Gemälde. Alle Gemälde sind merkwürdig. Ich selbst habe einmal eine Malschule besucht. Man hat uns immer gesagt, malt nicht immer nur die Wirklichkeit. Such die Träume dahinter. Ich weiß nicht, ob Sie sich in Ihrem Leben schon mit Träumen beschäftigt haben, aber Träume sind doch eigentlich das Einzige, was uns vom Tier unterscheidet. Was ist das? Das ist nicht meine Mutter. Es freut mich, das zu hören. Elwood war hier, ich weiß es, er war hier. Dann kann er nicht weit sein. Ihr Bruder, kommt. Hallo? Elwood, wo bist du? Er will es nicht sagen, er fragt, ob Harvey hier ist. Ja, Elwood, Harvey ist hier. Wir sollen ihn zum Telefon rufen. Das geht doch. Nee. Sagen Sie ihm, Harvey kann nicht an den Apparat kommen. Sagen Sie ihm, Harvey... Moment. Ja, wir sitzen in der Badewanne. Wir schicken ihn zu ihm herüber. Auf die Weise erfahren wir, wo er ist. Pass auf. Harvey kann nicht zum Telefon kommen. Er sitzt in der Badewanne. So wie er trocken ist, schicke ich ihn zu dir. Wo bist du? Was ist denn? Er sagt, Harvey ist eben bei der Tür hereingekommen.
Er sagt, ich muss sofort im Badezimmer nachschauen. In unserer Wanne muss ein Fremder sein. Ich weiß aber jetzt, wo er ist. Er ist in Emils Taverne. Dann gehe ich hin und hole Ihren Bruder und bringe ihn ins Sanatorium, wo er hingehört. Seien Sie vorsichtig, Professor. Wieso halten Sie ihn für gefährlich? Ja, wieso? Glauben Sie, ich würde darauf bestehen, dass er interniert wird, wenn ich ihn nicht für gefährlich... Ich werde seine Physiognomie studieren, wenn er mit dem Hasen spricht. Er spricht doch mit ihm. Natürlich, die beiden erzählen einander alles. Wie bitte? Die beiden erzählen... Ach, Professor, lassen Sie sich nicht mit Elwood ein, ich warne Sie. Frau Simmons, Sie unterschätzen mich. Nein, Sie unterschätzen meinen Bruder. Ich werde schon fertig mit Ihnen. Ach, das glauben Sie. Myrtle, schau sofort nach, wer bei uns in der Wanne sitzt. Toll, dass man Sie hinauswirft. Ich hätte gewettet, Sie würden sich halten. Ja, leider. Viel Glück. Und es tut mir leid, Sie waren eigentlich ganz nett. Danke, Wilson. Viel Glück auch für Sie. Sicher. Ja, ich warte. Dr. Sanderson. Ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid, dass Sie gehen. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke. Ach ja, Kelly. Da könnte ich mich vielleicht mit einem kleinen Rat revanchieren. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger in der Wahl meiner Freunde. Wieso bitte? Naja, Samstagnacht in der Edenbar, da habe ich Sie mit so einem Individuum tanzen sehen. Ach, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Kelly, seien Sie vorsichtig mit solchen Playboys. Ich meine, ich habe den Mann beobachtet, der war doch völlig debil. Warum haben Sie ihn denn beobachtet? Er war doch mit mir und nicht mit Ihnen. Weil ich mir um Sie Sorgen mache. Da müsste ich mir ja auch Sorgen machen. Um wen? Um Sie und um das Playgirl, mit dem Sie da waren. Ach, ich denke, Sie haben uns gar nicht bemerkt. Das musste ich wohl. Ja, er heißt Professor Chumley. Ja, Sie sind zweimal in uns hineingetanzt. So, dann will ich immer was sagen. Das war kein Playgirl, das war eine Dame. Sanft und anschmiegsam. Und gescheit. Gescheit? Macht sie davon Gebrauch? Und man darf Ihnen Ihre kalte, schnippische Art nicht übel nehmen. Wahrscheinlich kompensieren Sie irgendwas damit. Sagen Sie mal, was träumen Sie eigentlich so? Ach, bleiben Sie mir vom Leib mit Ihren Analysen. Ob Sie überhaupt sanft und anschmiegsam sein können? Das werden Sie nie erfahren. Na, als klinischer Fall wäre es ganz interessant, wie Sie zu diesem hypertrophen Ego gekommen sind. Nur zu. Klinischer Fall, hypertrophes Ego. Sie, Psychiater. Kelly. Sagen Sie gefälligst Schwester Kelly und lassen Sie mich in Ruhe. Gern, Schwester Kelly. Ja, Herr Inspektor, ja. Kein Unfall. Ja, aber ich mache mir solche Sorgen um Professor Chumley. Der andere gesucht, der heißt Dowd, Elwood P. Oh, eben kommt er zur Tür herein. Danke. Ja, Herr Dowd. Mein liebes Fräulein, die sind für Sie. Für mich? Oh, ja. Danke. Ganz frisch, hab sie eben draußen abgepflückt. Oh, Professor Chumleys Dahlien für die Blumenschau. Ja, sie sind wirklich sehr schön. Sagen Sie, ist Professor Chumley in seine Wohnung gegangen? Das weiß ich nicht. Wo ist denn Dr. Sanderson? Ja, Moment, ich hole ihn. Hm? Doktor. Ja, Herr Dowd. Ja. Ja, da sind Sie ja. Es ist 10 Uhr, das Taxi wartet. Ich bin gekommen, um Sie beide abzuholen. Ja, Herr Dowd, wo ist denn Professor Chumley? Kommt er auch mit? Das ist nett. Ich weiß es nicht. Wilson. Ja. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich ein paar Sekunden verspätet bin, aber ich wollte einfach nicht ohne Blumen kommen. Ja. Nachdem, was heute Nachmittag hier geschehen ist, Doktor, sollten die Blumen ja eigentlich von Ihnen sein. Ja, im späteren Alter, wenn keine schöne Frau mehr Ihnen ihre Gunst schenken wird, werden Sie mit tiefer Dankbarkeit an die großzügigen Mädchen Ihrer Jugendzeit zurückdenken. Wollen wir gehen? Einen Augenblick, Herr Dowd. Wissen Sie, die Situation hat sich seit unserer Begegnung heute Nachmittag etwas geändert, aber... Oh. Naja, früher oder später müssen wir uns ja alle mit der Wirklichkeit abfinden, ne? Ich habe mich 40 Jahre lang mit der Wirklichkeit herumgeschlagen, aber jetzt bin ich glücklich festzustellen, dass ich sie schließlich untergekriegt habe. Gehen wir? Moment. Da sind Sie ja! Kommen Sie, gehen wir hinauf. Wir gehen nicht hinauf, hier liegt offenbar ein Missverständnis vor. Wir gehen jetzt zu Emil auf einen Drink. Würde mich freuen, wenn Sie mithalten wollen. Da ist heute bunter Abend mit Tanz. Ja? Na, dann warten Sie mal. Gleich werden Sie sehen, wie bunt es bei uns zugehen kann. Ja. Ja. Moment, Wilson. Überlassen Sie die Sache mir. Herr Dowd. Wiedersehen. Wohin ist Professor Chumley gegangen? Ja, wie ich schon erwähnte, er hat mir seine Pläne nicht anvertraut. Was soll das heißen, dass der Chef noch gar nicht da ist? Nein, noch nicht. Herr Dowd, Professor Chumley ging in die Stadt, um Sie zu suchen. Ja. Haben Sie ihn nicht gesehen? Freilich, in Emils Taverne. Gehen wir doch miteinander hin und besprechen wir alles bei einer großen Flasche. Wir gehen nirgendwo hin.
Wilson. Überlassen Sie die Sache mir. Gut, dann finden Sie heraus, wo der Chef ist. Professor Chumley kam also in Emils Taverne. Ja, und ich war sehr froh, als ich ihn hereinkommen sah. Weiter. Er fragte nach mir und Emil brachte ihn natürlich an unseren Tisch hinüber. Und ich sagte zu ihm, guten Abend, Professor Chumley. Und er sagte, guten Abend, Herr Dowd. Und das sagten wir so mindestens jeder einmal. Na und? Ja, Moment, eins nach dem anderen. Und dann machte ich ihn mit Harvey bekannt. Ja, weiter. Ja, also der Professor saß mit uns am Tisch. Ich saß hier, so in der Mitte. Harvey saß hier, mehr zur Wand zu. Und der Professor saß hier, Harvey direkt gegenüber. Nun schlug Harvey vor, ich sollte ihm einen Drink bezahlen. Da ich weiß, dass er nicht gern alleine trinkt, schlug ich dem Professor vor, dass wir uns auch einen gönnen. Und? Wir gönnten uns einen. Weiter, weiter. Wir gönnten uns noch einen. Ja, und dann? Wir blieben dabei, uns einen zu gönnen. Also jetzt lassen Sie die Gönnerei aus. Oh, dann verlangen Sie von mir, dass ich einen großen Teil des Abends auslasse. Erzählen Sie uns endlich, was geschehen ist. Los! Ja, ja, ja. Nun gerieten der Professor und Harvey in ein Gespräch miteinander. Zuerst in ein ganz ruhiges und später wurde es eher hitzig. Und dann, oh, dann wurde der Professor ziemlich laut. Weshalb? Harvey hatte vorgeschlagen, dass er einen Teil der finanziellen Verantwortung für den Abend übernehmen sollte. Aber der Professor zeigte keine Neigung hierzu. Dem Tante-Geschichte glaube ich. Schluss jetzt mit dem sinnlosen Gequatsche. Herr Wilson, Ihre Vorliebe für eine offenherzige Sprache ist bemerkenswert. Aber in Gegenwart von Fräulein Kelly möchte ich Sie doch bitten, sich dieses Vokabulars nicht zu bedienen. Recht so. Herr Dowd, dürfen wir Ihnen unser Bedauern ausdrücken. Herr Dowd, Professor Chumley kam also in Emils Taverne. Ist er noch da? Ja, das weiß ich nicht. Die Sache war nämlich so. Jetzt versuchte der Professor Harvey zu überreden, mit ihm zu Charlies Diele rüberzukommen. Aber Harvey wollte viel lieber in die Traube. Als die beiden darüber diskutierten, ging ich an die Bar und bestellte noch eine Runde. Und als ich zurückkam, waren die beiden weg. Ja, wo sind sie hin? Ich meine, wohin ist der Professor? Das weiß ich nicht. Ich war ja mit Ihnen verabredet und kam her, um Sie abzuholen. Vielleicht stoßen wir später auf Harvey und den Professor. Und dann tun wir uns alle zusammen, nicht? So, da haben Sie seine Geschichte. Sie verdammter Lügner! Ich lüge nie, Herr Wilson. Ja, glaubt ihr beide denn wirklich, dass der Chef da sitzt, mit so einem großen weißen Hasen spricht? Und warum? Warum nicht? Zuerst schien der Professor ja ein bisschen erschrocken zu sein über Harvey. Aber je mehr der Abend dahin ging, umso lieber gewann er ihn. Oh, der Abend ging dahin. Das ist eine schöne Wendung, nicht? Wenn Sie gestatten, sage ich es noch einmal. Der Abend ging dahin. 2 Meter großer Hase. Herr Wilson, Sie hätten nicht zufällig alte Freunde, mit denen Sie sich mal aussprechen könnten. Ist dort Emils Taverne? Sagen Sie, ist Professor Chumley bei Ihnen? Er war da. Und wo ist er jetzt? Das wissen Sie nicht. Danke. Ach, lieber Herr Dowd, die arme Frau Professor Chumley macht sich solche Sorgen. Vielleicht ist Ihrem Mann etwas passiert. Versuchen Sie doch bitte, sich zu erinnern. Mein liebes Fräulein, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Und jetzt muss ich wirklich in die Stadt. Nein, nein, bitte, Herr Dowd, bleiben Sie doch. Bleiben Sie bei uns. Setzen Sie sich, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie. Erzählen Sie. Was machen Sie denn so den ganzen Tag? Ach, was wir so machen. Harvey und ich, wir sitzen in den Bars, nicht, und trinken einen oder zwei und lassen den Musikautomaten spielen. Bald drehen sich die anderen Leute nach mir um. Wir kennen Sie zwar nicht, mein Herr, aber Sie scheinen ein angenehmer Mensch zu sein. Harvey und mir wird's dann ganz warm ums Herz in diesen goldenen Augenblicken. Als Fremde sind wir reingekommen und auf einmal sind wir unter Freunden. Die kommen herüber zu uns und sitzen mit uns, trinken mit uns, sprechen mit uns, erzählen uns von den großen, schrecklichen Dingen, die sie getan haben und von den wunderbaren, die sie noch tun werden, von ihren Hoffnungen, ihrem Kummer, ihrer Liebe, ihrem Hass, lauter große Angelegenheiten. Kommt ja keiner mit Kleinigkeiten in eine Bar. Und dann mache ich sie mit Harvey bekannt. Und er ist größer und merkwürdiger als alles, was sie mir bieten. Wenn sie gehen, nehmen sie einen tiefen Eindruck mit. Die gleichen Menschen kommen selten wieder. Aber das ist aus Neid, meine Lieben. Ein bisschen Neid steckt in den Besten von uns. Schade, nicht? Herr Dowd,
Wie kamen Sie dazu, ihn Harvey zu nennen? Heißt Harvey. Woher wissen Sie das? Ja, das war ein sehr merkwürdiger Zufall. Eines Tages, ein paar Jahre sind's her, zu einem späten Abend, gehe ich mal die Seestraße entlang. Zwischen Oliven- und Brunnenstraße. Kennen Sie die Gegend? Ja, ja. Ich hatte gerade den Eddie Hickey in ein Taxi geholfen. Der Eddie, der mischt so gerne Gin in seinen Whisky. Und da muss man ihn immer stützen. Also ich gehe so die Straße entlang und auf einmal höre ich eine Stimme hinter mir. Guten Abend, Herr Daud. Ich drehe mich um und da steht dieser große Hase an einen Laternenpfahl gelehnt. Nur ich mache mir weiter keine Gedanken darüber, denn wenn jemand so lange in einer Stadt lebt wie ich hier, schien es mir nichts Ungewöhnliches zu sein, dass jeder mich beim Namen kennt, nicht? Natürlich kamen wir auch so ins Reden miteinander und er sagte, der Edi hatte ein Sitzen heute Abend oder ich müsste mich sehr irren. Nun, er irrte sich, weiß Gott nicht. Ich hatte die größten Stücke auf Edi, aber an dem Abend hatte er einen Sitzen. Wir standen noch so und schwatzten und schließlich sagte ich zu ihm, Sie haben etwas voraus vor mir. Sie kennen meinen Namen, aber ich kenne nicht den Ihren. Er sofort, welcher Name gefällt Ihnen denn? Jetzt brauchte ich keinen Moment mehr nachzudenken. Harvey war immer mein Lieblingsname gewesen. Und so sagte ich denn, Harvey. Und jetzt kommt das Interessanteste von der ganzen Geschichte. Wie seltsam, sagte er. Zufällig heiße ich Harvey. Herr Dort, wie hieß Ihr Vater? John Frederick. Herr Dort, als Sie ein Kind waren, hatten Sie da irgendeinen Spielkameraden, den Sie besonders gern mochten? Freilich, Doktor, Sie nicht? Wie hieß der? Max. Max Marshall. Haben Sie die Marshalls nicht gekannt? Nein. Oh, das ist aber schade. Gab eine Menge von ihnen, die waren sehr im Umlauf. Prachtvolle Menschen. Herr Dort, jetzt denken Sie mal ganz gut nach. Gab es irgendwann unter Ihrem Bekannten einen Harvey? Sind Sie nie jemandem begegnet, der so hieß? Nein, die... Mag sein, dass ich mir es deswegen immer so gewünscht habe. Kommen Sie, Wilson, bringen wir Herrn Dort hinauf. Ich nicht. Sie haben die Sache in die Hand genommen. Machen Sie weiter. Lassen Sie ihn da sitzen und hören sich diesen Stuss an. Ihre Sache. Kommen Sie, Herr Dort. Kommen Sie, Elwood. Oh, Johnny. Ja, geh mal rauf, aber nicht lange. Ich habe dem Harvey versprochen, ihn zu den bunten Armen mitzunehmen. Er tanzt so gern. Und dann ganz. Chef, endlich! Na, alles in Ordnung? Ja, ja, natürlich alles in Ordnung. Ich glaube, jemand ist hinter mir her. Bitte schließen Sie diese Türe ab. Wer ist hinter Ihnen her? Das geht Sie nichts an. Geh weg! Mein Name ist William R. Chumley und ich habe keine Angst vorm Sterben. Wilson! 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 Ja, Chef? Ach, Wilson. Bitte, bitte, Wilson, lassen Sie mich nicht allein. Nein, Chef, nie. Schaffen Sie mir diesen...
diesen Herrn Daut vom Halse. Ja, Chef. Nein, bitte bleiben Sie da. Aber Sie haben doch gesagt, ich soll. Dann ist da. Ja, Chef. Dampfe? Ja, wer ist? Gib diesem Daut seine Kleider und schick ihn runter. Ja. Gleich. Chef, das hat doch nur geklopft. Ich gehe nachschauen. Ach, Herr Gaffney. Und, oh, wo ist Professor Chumley? Chumley, wir haben mit Ihnen zu sprechen, die Sache ist ernst. Weiß Gott. Wo sind wir ungestört? Da, kommen Nein, Sie. Nein, bitte nicht hier. Er will nicht in sein Büro. Also, dann bleiben wir hier. Setzen Sie sich, Mörderby. Setzen Sie sich, Chumley. Bitte bleiben Sie da. Also, Chumley, sagen Sie mir, halten Sie es für möglich, dass es so etwas geben könnte wie diesen weißen Hasen Harvey? Aber wer das glaubt, ist verrückt. Was sehen Sie mich so an? An mir ist nichts Außergewöhnliches. Ich gerate der Familie meines Vaters nach und die sind alle normal. Aber Ihre Mutter, meine Klientin Vita Louise Simmons, sagt unter Eid aus, dass sie am 2. November morgens in der Küche ihren Namen rufen hörte und sich daraufhin umdrehend einen großen weißen Hasen sah. Harvey, derselbe, blickte sie starr an. Sein Eindringen missbilligend äußerte sich die Klägerin in diesem Sinn und trieb das Geschöpf aus der Küche. Es entfernte sich. Und was sagte sie zu ihm? Wortlaut ist unwichtig. Nein, nein, ich muss ganz genau wissen, wie sie dieses Geschöpf aus ihrem Sanatorium, ich meine aus ihrer Küche herausgebracht hat. Sie blickte ihm geradewegs ins Auge und rief, geh zum Teufel, Mistvieh. Aha. Geh zum Teufel. Mistvieh? Und? Ging es? Es ging. Also, Chumley, was ich wissen muss, kann sie ihn wirklich gesehen haben? Was sagen Sie als Psychiater? Was? Oh, Herr Professor, wir haben Sie überall gesucht. Verzeihung, Herr Professor, ich wollte nur eben noch meinen Koffer holen. Nein, nein, bitte bleiben Sie da. Meine Entscheidung von heute Nachmittag ist somit aufgehoben. Ich brauche Sie, weil Sie sich als glänzender Diagnostiker erwiesen haben. Danke, Herr Professor. Gut. Entschuldigung. Verzeihung. Liebling. Johnny, kommen Sie bald rüber ins Schwesternzimmer. Verzeihung. Herr Professor. Ja? Sie müssen Onkel Elwood unbedingt hier behalten. Ja, wieso? Es geht einem auf die Nerven, dass Onkel Elwood immer weiß, was geschehen wird, bevor es geschieht. Wieso? Na, heute früh zum Beispiel sagte er, er weiß von Harvey, dass Frau McElhinneys Tante abends unerwartet aus Cleveland kommen wird. Ja, und? Was und? Ja, ist sie gekommen? Na, ja, natürlich. Da verbringt man sein Leben zwischen Glaswänden und die Wunderlehnen an Laternen. Onkel Elwoods Voraussagen treffen immer ein. Aber was haben wir davon? Was geht uns? Uns? Uns. Diese Tante Rosa an. Nichts. Sagen Sie, geschieht das häufig? Freilich. Onkel Elwood sagt immer, Harvey erzählt ihm alles, Harvey weiß alles. Wie könnte er etwas voraussagen, wenn es keine Harvey gäbe? Nur Menschen hier. Das ist gut. Ach, Mama. Ich habe Elwoods Hausschuhe mitgebracht. Warum steht ihr denn alle hier so herum? Habt ihr ihn eingeliefert? Setzen Sie sich. Nicht in den. Wie wär's mit uns zwei am Samstagabend, hm? Mädel May, komm sofort hier hin, ja? Leider. Aber Herr Professor, ich habe meine Meinung hier schriftlich fixiert, falls Sie die Diagnose interessiert. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und das ist der Arzt, von dem ich Ihnen erzählt habe. Elwood P. Dart leidet an einer Halluzination dritten Grades, ja. Die andere Partei an Autosuggestion, Schockbehandlung. Ja. Rezept Nummer 977. Für ihn, für die andere Partei, häusliche Bettruhe. Ja, ja, glauben Sie? Ja. Nach dieser Injektion wird Herr Daut den Hasen nicht mehr sehen. Wir haben sie in ähnlichen Fällen sehr erfolgreich angewandt. So, also ja. Wenn Elwood Harvey nicht mehr sieht, dann gehe ich an die Tür und verjage ihn. Mama, hör auf, von Harvey zu sprechen, als ob es ihn gäbe. Ach, Myrtle, mir, du hast noch sehr viel zu lernen. Ich hoffe sehr, du lernst es nie. Fächer! Guten Abend, meine Lieben. Elwood, ich hab dir deine Hausschuhe mitgebracht. Hast du, das ist lieb von dir. Also los, Chumley, es muss endlich was geschehen. Ja, bis ihr wisst was, warum gehen wir nicht in Emils Taverne? Elwood, du bleibst hier. Ja, Onkel. Ja. Ich will gehen, ihr wollt, dass ich bleibe. Meinungsverschiedenheiten sind die Würze jedes Gesprächs. Ich habe solche Unterhaltungen gern. Ach ja, Herr Professor,
Wie sind Sie mit Harvey ausgekommen? Herr Professor, wir warten auf Ihre Entscheidung. Ja, aber dazu muss ich mit Herrn Dauter ein paar Worte allein sprechen. Also, darf ich Sie bitten, Professor, hier nebenan zu warten? Ach, beeilen Sie sich. Ja, sicher. Darf ich bitten, bitte schön. Bitte, Herr Dauter, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Hat Sie gerne gefällt? Oh, Dankeschön. Hm. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie meinen Sie das, Herr Professor? Ach, Herr Daut. Hm? Was sind Sie nur für ein Mensch? Oh, habe ich Ihnen noch keine Karte von mir gegeben? Bitte schön. Sagen Sie mir, wo auf diesem müden alten Erdenrund haben Sie ihn gefunden? Meinen Freund Harvey? Ja. Und stimmt es, dass er manches voraussagen kann? Ja? Ja, das kann er. Bin glücklich, das sagen zu können. Harvey ist vielseitig. Er kann Uhren stille stehen lassen. Er braucht nur auf Ihre Uhr zu schauen und schon steht sie still. Und Sie können weggehen, solange Sie wollen, mit wem Sie wollen und so weit Sie wollen. Und wenn Sie zurückkommen, wird Ihre Uhr keine Sekunde weiter getickt haben. Sie glauben also, er kann wirklich? Einstein hat Zeit und Raum überwunden, aber Harvey nicht nur Zeit und Raum, sondern auch jeden Einwand. Ja, und tut er das für Sie? Hm. Ich meine, versetzt er Sie zum Beispiel, wohin Sie wollen? Ja, er ist bereit dazu jederzeit, aber ich habe es noch nicht in Anspruch genommen. Denn mir fällt nie ein Ort ein, wo ich lieber wäre. Bin immer glücklich da, wo ich gerade bin und mit wem ich gerade bin. Jetzt zum Beispiel fühle ich mich sehr wohl bei Ihnen, Herr Professor. Ist eine Brasil, nicht Corona. Mir geht's gut. Oh, ich wüsste schon, wo ich gern sein möchte. Wo? In Akron. Ach, 30 Meilen von Cleveland. Akron. Dort liegt vor der Stadt ein kleines Landhaus. In einem Ahornwäldchen. Kühl. Grün. Ahorn ist mein Lieblingsbaum. Dort möchte ich sein mit einer hübschen jungen Frau. Mit einer fremden Frau. Ja. Mit einer schweigsamen Frau. Unter einem Baum. Nicht einmal ihren Namen möchte ich wissen. Ach, warum denn nicht? Vielleicht haben sie gemeinsame Bekannte. Ich würde zu ihr sprechen, würde ihr Dinge sagen. Dinge, die ich noch nie einem Menschen gesagt habe. Mhm. Dinge, die hier verschlossen sind. Und dann würde ich mir kühles Bier bestellen. Kein Whisky? Nein, 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 Bier ist viel besser. Ja, mag sein, unter einem Baum. Aber es könnte doch sein, dass Sie ganz woanders sitzen. Und da möchte sie doch lieber ein Whisky. Sie dürfte nicht sprechen. Und während ich spreche, da müsste Ihre zarte, feine Hand meinen Kopf streicheln. Und dann müsste sie immer nur sagen, armer Mann. Armer Mann. Und wie lange soll sie das sagen? So 2 Wochen. Ach, Sie glauben nicht, das wird ein bisschen monoton werden, so 2 Wochen in Akron und immer nur Bier und armer Mann? Oh nein, das wäre wundervoll. Also ich kann mir ja nicht helfen. Ich habe so das Gefühl, Sie machen einen Fehler, wenn Sie die Frau nicht sprechen lassen. Die ist vielleicht viel herumgekommen und hat eine Menge interessanter Neuigkeiten auf Lager. Und da machen Sie, glaube ich, noch einen Fehler mit nur Bier und keinem Whisky. Aber es sind ja Ihre 2 Wochen. Hm? Akron, Bier und armer Mann, oh Gott. Harvey. Glauben Sie, dass er das für mich tun könnte? Ja, ich habe ihn nie ein Wort gegen Akron sagen hören. Oh, Herr Professor, wo ist denn Harvey? Ja, wissen Sie das nicht? Ach, Herr Daum. Oh, Fräulein Kelly, höhere Anmut hat nie beglänzt dies zauberhafte Antlitz. Ovid, 5. Elegie. Mein liebes Fräulein, man kann nicht lieblicher aussehen als Sie. Man kann sich auch nicht glücklicher fühlen als ich. Passiert Ihnen das oft? Kommen oft Frauen zu Ihnen und küssen Sie, wie eben Schwester Kelly? Dann und wann. Und ich mache Ihnen auch Mut dazu. Hm.
Simmons. Gaffney. Professor, was ist nun? Wir injizieren. Oh, schön. Die gute Junge. Ich bin auch so froh. Das müssen wir feiern, nicht? Ja. Da habe ich nämlich ein paar neue Bars aufgeschrieben. Aber das Mittel bewirkt eine heftige Reaktion. Ich kann es ihm nicht geben ohne seine Einwilligung. Die gibt er, wenn ich ihn bitte. Gehen wir doch in Bennos Stübchen. Ja, wie viel sind wir denn, Vita? Zähl mal. Elwood. Ja? Das wird schon jemand. Ja, Herr Daut, ich habe da eine ausgezeichnete Medizin. Die würde Ihnen sehr gut tun. Wollen Sie sie nehmen? Sie werden dann den Hasen nicht mehr sehen. Aber Sie werden sich Ihrer Verantwortlichkeit bewusst werden und Ihrer Pflichten. Ja, Johnny, wenn ich jemanden treffe, der es nötig hat, werde ich es Ihnen gerne empfehlen. Ich für meinen Teil brauche es ja nicht. Was soll ich machen? Herr Vita... Willst du denn, dass ich die Medizin nehme? Elwood, ich denk doch nur an dich. Dieser Harvey macht einen Narren aus dir. Sei kein Narr. Nein, das will ich ja auch nicht. Harvey und ich können ja morgen hingehen. Nein, kein Morgen. Muddleby und ich können mit diesem Harvey nicht mehr in einem Haus existieren. Unsere Freunde kommen nicht mehr zu uns. Wir haben kein gesellschaftliches Leben mehr. Wir haben überhaupt kein Leben mehr. Ich möchte sterben. Mir hat immer am Herzen gelegen, dass... meine Schwester alles hat, was sie will. Vita, willst du es so? Ja. Dann nehme ich die Medizin. Wo muss ich da hin? In Dr. Sandersons Zimmer. Dann sag meinem alten Kameraden, dem Harvey, adieu für mich. Wie lange dauert das, Doktor? Nur ein paar Minuten. Dann warten wir. Ach, Mama. Ja, nein. Ah, da sind Sie ja. Sie sind raus aus meinem Wagen, ohne zu bezahlen. Ach ja, richtig, total vergessen. Was macht's denn? 2,75. Ohne Wartegeld. Achso, ja. Ich schon an, dass ich mein Portemonnaie bei mir habe. Warte, gib mir mal 2,75. Ich habe auch kein Geld. Aber Elwood hat dir doch gestern erst eins gegeben. Das brauchte ich doch für die Party, für den Friseur. Jeffrey, können Sie mir 2,75 leihen? Ich bedauere, höchstens ein Scheck. Ja, Schecks nehmen wir nicht. Ich weiß. 2,75 ohne wird doch irgendjemand haben, ne? Onkel Elwood hat doch immer Geld. Ja, ja, richtig. Mein Bruder wird sie bezahlen. Warten Sie einen Augenblick. Er bekommt eine Injektion. Sie können es dann nach Hause fahren. Der kriegt eine Behandlung hier? Ja. Dann will ich mein Geld sofort haben. Sie sind aber wirklich unhöflich. Na, mit dem Hause hier, da haben wir so unsere Erfahrungen. Was für Erfahrungen? Na, mich geht's ja nichts an. Aber auf dem Herweg, da sitzen Sie hinter mir und haben Ihre Freude am Fahren und reden mit mir. Manchmal, da bleiben wir stehen und sehen, wie die Sonne untergeht oder wie die Schmetterlinge fliegen. Manchmal sehen sie sogar Schmetterlinge, wenn gar keine da sind oder gucken in den Sonnenuntergang, wenn es regnet. Wir lachen und sind vergnügt und wenn ich sie ja abliefere, dann gibt es ein dickes Trinkgeld. Und dann kriegen sie ihre Behandlung und ich muss sie zurückfahren. Und was ist dann? Ja, Rückfahrt. Sehen Sie nicht das Rotlicht? Rasen Sie nicht, schleichen Sie nicht. Sie wollen wir direkt zum Friedhof. Schneller, langsamer, hühot. Da gibt's keine Schmetterlinge mehr und keinen Sonnenuntergang und kein Trinkgeld. Wollen Sie damit sagen, dass Sie hier erst krank werden? Krank? Normal werden Sie. Ganz normale Menschen. Ach, Unsinn. Jetzt warten Sie noch 5 Minuten. Na, tut mir leid, 2,75. Na schön, dann gehe ich zu Onkel Elwood. Myrtle! Hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Wenn Elwood dann auch so wird. Ach, Mami, ich verstehe dich nicht. Jetzt sollen wir endlich von all dem erlöst werden und jetzt wirst du ängstlich. Nein, nein, ich überlege nur. Nur was ist? Sie werden es erwarten können. Ein Benehmen ist das Damen gegenüber. Sie sind wirklich sehr unhöflich. Sie haben hier keine Ahnung, was unser eins alles so miterlebt mit den sogenannten Mitmenschen. Die Menschheit ist wirklich eine Fehlkonstruktion. Oma, haben Sie gehört, was er alles gesagt hat? Die Menschheit ist wirklich nichts besonders Feines. Das weiß ich besser als alle anderen. Aber Elwood ist doch ganz anders. Gewesen, meine Liebe. Guten Abend, mein Lieber. Mein Name ist Daut, Elwood P. Meiner Lofgren, E.J. Sehr erfreut, Herr Lofgren. Das ist meine Schwester, Frau Simmons, meine reizende kleine Nichte, Myrtle May, unser Anwalt. Herr Gaffney, nehmen Sie doch bitte Platz. Fahren Sie schon lange in der Gegend? Ja, all mein Lebtag. Macht Ihnen Ihr Beruf Freude? Na, ich kann nicht klagen. Ich fahre für die Braunkompanie, 15 Jahre. Und mein Bruder Joe für die Taxi AG, fast 12. Interessant, Vita, nicht?
Herr Lofgren, darf ich Ihnen eine von meinen Karten geben? Falls Sie mich mal anrufen wollen, dann bitte diese Nummer da, nicht die da. Das ist die alte. Wie wäre es denn mal, wenn Sie so zu uns rüberkommen würden mit Ihrem Bruder zum Abendessen? Aber gerne. Wann möchten Sie gern? Ja, ich kenne nur Dienstag. Da habe ich meinen freien Tag. Ja, dann bleiben wir doch bei Dienstag. Wird uns richtig freuen, Sie zu sehen, nicht, Mieter? Onkel Elwood, der Mann hat sicher genug eigene Freunde. Man kann nie genug Freunde haben. Herr Lofgren, hier, behalten Sie den Rest. Das war mir ein großes Vergnügen. Und Dienstag, nicht vergessen, mit Ihrem Bruder. Ja. Das ist ja ein netter Mensch, ja, dass es sowas noch gibt. Sie haben Ihr Geld, was wollen Sie noch? Ich möchte unten warten. Ja, ja, tun Sie das, Sie können uns dann nach Hause fahren. Mhm. Mama, mit dem willst du fahren? So wie der sich benommen hat? Also bitte sei konsequent. Konsequent, ja. Soll ich sein? Helmut darf diese Injektion nicht bekommen. Mama, weißt du denn nicht mehr, was du doch willst? Jetzt weiß ich's. Ich will nicht, dass Elwood unglücklich wird. Ich will nicht, dass er wird wie diese anderen Menschen. Ich erinnere mich an meinen Vater. Ich erinnere mich an deinen Vater. An diese ganze normale Gesellschaft. Bloß das nicht. Professor! Da, Professor! Was ist denn los? Was schreien Sie denn hier so herum? Bauchsinnbad, Chef, soll ich? Sie hat plötzlich Bedenken wegen der Injektion. Hat er sie schon bekommen? Nein, aber wir sind gerade dabei. Nein, er darf sie nicht bekommen. Aber er muss die Injektion bekommen. Was soll er mit dem Hasen? Sie wollen den Hasen doch nicht behalten. Was habt ihr denn plötzlich alle gegen Harvey, wenn Elwood und ich mit ihm leben wollen? Wie geht das? Ach, ist ja gut, Vita. Sie ist überanstrengt, was sie heute alles gemacht hat. Macht, was ihr wollt. Ich gehe wieder in den Club, aber das kann ich euch sagen, wenn das Mistvieh noch mal auftaucht, dann ruft den anderen. Elwood, komm, das ist kein Sanatorium für uns, komm. Das hat mein Portemonnaie plötzlich wieder. Wie gibt's denn sowas? Harvey? Komm. Komm nach Hause. Leben Sie wohl, Professor. Und was geschieht jetzt mit mir? Armen, armen Mann. Ja, hoffen, warten. Glauben Sie. Elwood, kommst du? Ja. Ach, Herr Professor, mich beschäftigt eines. Seit Jahren weiß ich, wie meine Familie über Harvey denkt. Aber wie denkt wohl Harvey über uns? Gestatten Sie. Was ist? Sie stehen ihm im Weg. Da bist du ja. Wo warst du denn? Ich hab dich überall gesucht. Sims ist meine Mutter. Ja, ich weiß nicht, sie hat gerade Gäste. Wer ist denn? Oh, Moment. Ja, ja, einen Augenblick bitte. Ja.
was mir geschieht, wenn ich erflieht. Sag nur mein kleines Lied. Ich seh's doch nicht. Komm, aber es ist die Glanzstadt von der Abendzeitung. Liebe Frau Ellerby, ja, heute findet endlich der Kulturtee statt. Sie wollen wirklich etwas bringen in Privat. Ja, also, Sie wissen, meine Mutter Marcella Daud, Gott hab sie selig, war eine große Vorkämpferin für Kultur in unserer Stadt. Wir haben 35 Gäste. Nein, das ist Frau Dewsbury, die singt. Mach rasch, das Lied ist gleich fertig. Aber die hat mindestens noch 5 Strophen, die kenne ich. Ganz recht, ich biete meinen Gästen gepflegte Unterhaltung, unterstützt von meiner Tochter Myrtle May. Sie trägt heute eine Variation über eine blaue Schleife. Hier, sieht süß aus. Oh, das ist die letzte Strophe. Aber nee. Aber wir müssen doch jetzt den Punsch servieren. Was regst du dich auf? Der Punsch bleibt heiß, auch wenn sie noch eine halbe Stunde singen. Steckt denn das Mädchen? Richtig. Das war die erste Zusammenkunft seit 2 Jahren. Ja, natürlich hat diese lange Pause ihre Gründe, aber die sind privater Natur. Möchte ich bitte nicht, dass Sie darüber schreiben, ja? Die Gästeliste können Sie selbstverständlich bekommen, wenn ich Sie finde. Bitte! Ja, können Sie mich vielleicht in 10 Minuten noch einmal anrufen? Gut, danke. Was ist denn? Dieses Mädchen macht mich wahnsinnig. Und jetzt ist auch noch Frau Chauvenet gekommen. Die Chauvenet, die lebt noch. Hm. Ihr Vater war noch Pfadfinder bei Buffalo Bill. Jetzt weiß ich, warum sie so einen Hut trägt. Du sei nett zu ihr. Weißt du, wo ich die Gästeliste hingetan haben könnte? Die hat einen Enkel in deinem Alter. Was ändert das an Onkel Elwood? Myrtle, wir haben ausgemacht, heute wird darüber nicht gesprochen. Schließlich gebe ich doch diesen ganzen Empfang nur, um dich zu lancieren. Durch die alten Weiber da drinnen arbeiten wir uns vor zu den jungen Männern der Gesellschaft. Ja, und die haben nur Abendszeit. Und sogar der heutige Nachmittag war nur möglich, weil Onkel Elwood im Spritzenhaus der Feuerwehr pokert. Gott erhalte uns die freiwillige Feuerwehr. So weit sind wir gekommen. Dann müssen wir eben die jungen Leute auswärts einladen. Ach, Myrtle, du hast so viel zu bieten. Du musst einen netten jungen Mann kennenlernen, mehr brauchst du. Jeder Mensch weiß, Myrtle Mays Onkel ist Elwood P. Daud, der größte Narr in der Stadt. Der mit dem verdammten Harvey. Schrei recht laut, damit alle diesen Namen hören. Mann und Freumann. Mama, das ist doch kein Geheimnis mehr. Und wer sagt dir überhaupt, dass Onkel Elwood nicht hierher kommt mit Harvey? Warum können wir nicht leben wie andere Leute? Warum hat Großmutter ihr ganzes Vermögen Onkel Elwood vermacht? Wahrscheinlich, weil sie in seinen Armen gestorben ist. Manche Menschen sind sentimental in diesen Dingen. Aber sie konnte doch ihr Testament nicht nach ihrem Tod machen, oder? Sei nicht so spitzfindig. Männer mögen das gar nicht. Die Küste verliert aber wirklich ihre Stimme. Leider nicht rasch genug. Über die helle Weise lächelt der Glück, ihr Mund. Hier ist bequem. Ja. Entschuldige einen Moment. Bitte? Ja, Sie haben eine falsche Nummer, aber es macht nichts. Wie geht's Ihnen? Hier spricht Elwood P. Daud. Danke, mir geht's gut. Und wie ist Ihr Name, meine Liebe? Elsie Grinewald. Harvey, eine Frau Grinewald. Sie sind in guter Stimmung, das ist fein. Bitte? Oh, Sie leiten einen Club. Ja, ich würde mich glücklich schätzen, beizutreten. Ich bin schon in mehreren Clubs. Im Universitätsclub, im Club der Rätselfreunde, im Pokerclub der Freiwilligen Feuerwehr. Verbringe einen guten Teil meiner Zeit dort. Oder in Emils Taverne. Nein? Und gegenüber im Bahnhof? Auch nicht? Was ist denn Ihr Club, Frau Grinewald? Oh, ein Leserclub.
Lese dich gesund. Mhm. Ja. Aha. 3 Zeitschriften. Für 2 Jahre. Ja, ja, Moment, Moment bitte. Harvey, wenn ich beitrete, kann ich die Modezeitung, das Familienblatt und das landwirtschaftliche Journal haben. Für $6.25 für 2 Jahre. Ist günstig, nicht? Mhm. Frau Grienewald, klingt verlockend. Ich werde beitreten. Bitte? Frau Grienewald, Harvey findet es auch eine gute Sache. Er will auch beitreten. Ja, bitte 2 Abonnements. Schicken Sie alles an diese Adresse hier. Parkstraße 12. Hoffentlich habe ich bald einmal das Vergnügen. Oh, sie sagt, sie wird sich freuen, uns kennenzulernen. Wann denn? Wann wird sie es denn freuen? Och, warum nicht gleich, Frau Grienewald? Meine Schwester wird entzückt sein. Und dann darf ich Ihnen auch eine von meinen Karten geben. Und wenn Sie mich da mal anrufen wollen, dann bitte diese Nummer da. Nicht die da. Das ist die alte. Ja, hoffentlich habe ich die Freude. In ein paar Minuten. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Sie kommt gleich rüber. Oh, Harvey, so viele Gäste. Glaubst du nicht, wir sollten uns ein bisschen zurecht machen? Also ich mach's jedenfalls. Und was ist mit dir? Du willst nicht, ne? Siehst ja auch großartig aus. Also, wenn du was trinken willst, bitte bedien dich. Ich habe nichts angehört, Frau Simmons. Dann schauen Sie mal auf meinem Toilettisch nach. Ja, aber wo auf dem Toilettisch? Ja, links unter der Eselsmilch, ja? Ich kann mir aber gar nicht vorstellen. Bitte vorstellen Sie sich nicht vor, schauen Sie. Mama, Frau Schovnet fragt nach dir. Vita Louise, du lebst noch. Tante Ethel, ich bin quicklebendig. Und wer ist das liebe Kind? Das ist Myrtle May, meine Tochter. Sie heißt so nach den beiden Schwestern ihres Vaters. Der ist tot, das hat sie verwirrt. Und wo ist Elwood? Elwood konnte leider nicht kommen. Eine Tasse Tee? Nein. Nein, seinetwegen bin ich hier gekommen. Ich will Elwood sehen. Es sind Jahre her, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Tja, die Zeit vergeht. Erst kürzlich habe ich zu meinem Mann gesagt, was ist los mit Elwood? Er kommt nicht mehr zu den Kegelabenden, nicht zu den Tanzabenden, nicht einmal mehr zum Pferderennen. Sieht er denn überhaupt noch jemanden? Oh ja, er sieht jemanden. Ja, du musst wissen, ja? Mein liebes Kind, dein Onkel gehört zu meinen Lieblingen. Ist er wenigstens glücklich so allein? Doch, sehr glücklich sogar. Keine Sorge, Tante Ethel. Frau Cummings ist hier. Wollen Sie sie nicht begrüßen? Die Cummings? Nein, sowas. Ich dachte, die ist lange tot. Nein, nein, nein. Mein Gott, sie sieht doch fast so aus. Das sollten Sie ihren Mann mal sehen. Elwood! Elwood! Da bist du ja! Tante Ethel, das nenne ich eine Freude. Ich komme herein und schon wartet eine schöne Frau auf mich. Elwood, du hast dich nicht verändert. Tante Ethel, darf ich dir eine von meinen Karten geben? Schubst doch nicht so an mir herum. Elwood, an welchem Abend kannst du in der nächsten Woche zu uns zum Essen kommen? Mir ist jeder Abend recht, Tante Ethel. Ich komme furchtbar gern. Elwood, es ist Post für dich gekommen. Ich habe sie auf dein Zimmer gebracht. Hast du? Das ist lieb von dir. Tante Ethel, darf ich dir Harvey vorstellen? Ja, bitte. Ja? Harvey, ich habe dir so oft von Frau Chauvenet erzählt. Tante Ethel nennen wir sie. Sie ist eine meiner ältesten und liebsten Freunde. Bitte? Ja, ja, das ist sie. Ja, er sagt, er hat dich gleich erkannt. Ihr seht ja reizend aus, ihr beiden, heute Abend. Also komm, Harvey, wir wollen allen unseren Freunden da drin jetzt guten Tag sagen. Du entschuldigst uns einen Augenblick, Tante Ethel? Ja? Ja, komm. Was ist denn? Du stehst ihm im Weg. Entschuldige bitte. Komm. Moment, warte mal. Die Krawatte ist nicht. So ist hübscher. So ist schön. Und am Kopf, was hast du denn nur gemacht? Du wieder aussiehst, so ist nett. So, so. Bei mir? Hm? Dieses? Schau mal. Gut? Ja? Mhm. Was? Nein. Ach, geh voraus. Ich komm gleich nach. Was? Nein, mach, dass du reinkommst.
Balletten. Du darfst das Harvey nicht übel nehmen. Der starrt immer jeden so an. Das ist nun mal seine Art. Aber er hat dich gern. Bestimmt. Hat dich sehr, sehr gern. Guten Abend. Darf ich Ihnen vielleicht etwas Scharfes anbieten, einen Schnaps? Nein, danke. Danke, danke. Ich muss jetzt sofort gehen. Aber nein, ich komme ja bald wieder. Vielleicht nächste Woche oder nächstes Jahr. Da. Sie rennen weg, als ob die vor Ihnen hinterher wären. Natürlich. Lächle, mein Kind, wenn es auch schwerfällt, lächle. Da. Jetzt geht die Cummings. Onkel hat ihr Harvey vorgestellt. Lächle. Kannst du nicht? Komm, wir retten, was zu retten ist. Ja, das ist wieder die Mitte der verdammten Gästeliste. Ja. Wieso, ob Sie anbehalten können, was Sie anhaben? Was haben Sie denn an? Ein Straßenkleid. Sag, mit wem spreche ich überhaupt? Ich kenne keine Frau Greenewald. Wer hat Sie denn eingeladen? Hier spricht er mit Frau Halsey. Ist Harvey bei Ihnen? Woher soll ich denn das wissen? Ja, nein, trotzdem, das muss ein Missverständnis sein. Aber wirklich nicht. Was ich? Ach, fragt, ob sie eine Flasche Slivovitz mitnehmen soll. Mein Onkel muss sofort weg aus dieser Gesellschaft. Elwood, bitte, bitte, kann ich dich einen Augenblick sprechen? So, lächle, lächle, geh hinein, Kopf hoch. Tu, als ob nichts geschehen wäre. Mein Onkel Elwood, kommst du nicht auf? Ah, vielleicht doch abwarten. Elwood, bitte, ich habe eine wirklich große Bitte an dich. Entschuldige, bitte. Elwood, bitte, möchtest du hier auf mich warten, bis alle Gäste fort sind? Ich muss mit dir sprechen. Es ist was wirklich Wichtiges. Ja, ich habe zufällig ein bisschen Zeit und die gehört ganz dir. Soll Harvey auch warten? Ja, das soll er. Ich werde ihm den Kamin anmachen, nicht? Er sieht immer so gerne ins Feuer. Das tust du. Ja. Vita will mit uns sprechen. Oh, lässt du mir meinen Stuhl? Ja. Danke. Etwas Wichtiges, sagt sie. Wahrscheinlich will sie uns ein paar kleine interessante Neuigkeiten erzählen über ihre Gäste da drin. Ne? Sind ja auch eine Menge da. Wo waren wir denn stehen geblieben? Oh, du hast schon aufgeschlagen. Shakespeare-Sonette. Erinnerungen an das schottische Hochland. Da einst ich im Hochland durchstreifte die Heiden, dein schneeigen Gipfel, o Marvin, erklomm, den Blick an dem schäumenden Gießbach zu weiden, am Blitz, der im Nebel zu Füßen mir glomm, ein Kind noch an Wissen, ein Held doch im Wagen, und rau wie die Berge, die felsigen hier, da fühlt ich das Herz mir für eines nur schlagen, du weißt es, süß Mary.